Jetzt klingelt es wieder. Ich gehe mal dran, ne? Ich gehe jetzt mal dran. Moshi, Moshi. Hi. Okay. Ehrlich, also Das wird auch schon, ja. man muss sagen, du kannst es. Man muss sagen, du hast es voll drauf mit dem Japanisch. Naja, ich lebe seit 30 Jahren hier, ne? Also, es ist immer noch so ein bisschen Rudi Carell-mäßig, aber die Japaner erwarten auch gar nicht, dass es perfekt ist, ne? Und es reicht, um mit meiner Frau einen Ehestreit auf Japanisch zu führen, Genau, auch wenn sie leider immer gewinnt. Das ist, ja, ich genau. sollte mir angewöhnen, diese Ehestreite auf Deutsch oder so zu führen, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen, mich durchzusetzen. Keine Chance, keine Chance. 0,0. Genau. Hallo. Ja, Mensch. Nee, es war toll. Also, es hat mich sehr gefreut. War toll, ne? Also wir müssen vielleicht ein bisschen schneiden und so die Pinkelpause und so rausschneiden, aber oh. Ja, hallo Boris. Hallo Muhu. Guten Morgen. Also wir sind schon eine Viertelstunde, glaube ich, hier dabei oder ich bin dabei. Ich versuche meine Kamera zu motivieren und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ich hoffe, dass es jetzt klappt, dass ich Glück habe, ne? Denn die Qualität ist sehr viel besser als bei meiner Laptop-Kamera. Da ist sie wieder weg. Okay, dann haben wir keine andere Wahl als die Laptop-Kamera. Ja. Bin ich? Okay, hier. Ja, dann schneiden wir einfach ein paar Bilder von dir, wo du schön bist, schneiden wir einfach vorne rein und dann. Und dann, ja. Paar Bilder von mir, wo ich schön bin, Und ein paar Bilder von mir, ja. wo ich Jetzt. noch Zähne habe. Ja, ich habe das gesehen wie nennt man das auf Deutsch, Vorschaubild bei deinem Gespräch mit Cosima, ne? Da hast du auch wunderschöne Zähne und alles. Das Ja. lächelst. Ja, das stimmt. Ich habe das auch gedacht. Das Vorschaubild von dem Gespräch ist total nett. Aber ich weiß ja, was dann kommt. Ich weiß ja, was die Leute innerlich dann erwartet. Und ja, genau. Ja, ich. Ja, also wir sehen uns ja zum ersten Mal. Du hattest mich vor ein paar Tagen angeschrieben, ne? Hättest du Lust auf ein Gespräch? Und ich habe gesagt, klar, ne? Und ich weiß nicht, also ich kenne dich nicht. Ich glaube, die wenigsten Zuschauer auf meinem Kanal werden dich kennen. Willst du vielleicht am Anfang ein bisschen was über dich selbst erzählen? Ja, gerne. Also, Ah, sorry, jetzt habe ich vergessen, hier meinerseits aufzunehmen. Okay. Vielleicht kannst du mir hinterher auch noch deine Aufnahme schicken, ne? Ja, das machen wir so. So, jetzt nimmst du Ja. auf? Jetzt nehme ich auch auf meiner Seite auf, ne? Jetzt nehmen wir, glaube ich, Okay, wir nehmen beide auf. ja. Ich nehme auch auf, ja. Okay, ja. Ja, zu mir. Ich fange gern an, dass ich sage, ich habe keine Zähne mehr, damit ich danach das sozusagen loslassen kann Ja. und keine Rücksicht mehr nehmen muss. Sonst muss ich immer so da sitzen. Und so, ich hatte Krebs vor 2,5 Jahren und da habe ich die meisten der Zähne verloren, weil der Krebs war im Oberkiefer. Ja. Und jetzt vor kurzem, vor jetzt 6 Wochen ungefähr, hatte ich ein Rezidiv, also da ist der Krebs sozusagen wiedergekommen, Ja. auch mit Operationen. Und jetzt ist es so medizinisch okay, aber ich habe noch eine nächste Operation. Es ist nicht wirklich okay, ja, aber Ja, es ist jetzt ja. nicht, es ist nicht in dem Sinne nicht, ja, es ist nicht direkt tödlich, denke ich im Moment. Aber diese Krebserkrankung, das sage ich auch auf meinem Kanal, spreche ich darüber viel, ist diese Nähe zu meiner Sterblichkeit oder dieses Wissen um meine Sterblichkeit hat mir irgendwie gezeigt, ich habe keine Zeit mehr, Ja. es gibt keine Zeit zu verlieren, also kann ich dir auch eine E-Mail schreiben und dich um ein Gespräch bitten.
Ja, Ja, also ja. das hätte ich früher nicht gemacht, weißt du? Ich hätte da gedacht, nein, warum? Und hab gar nichts zu sagen. Also das hätte ich gar nicht gemacht. Und da ist jetzt im Moment besonders die letzten 4 Wochen nach so einer ziemlich drastischen Erfahrung während der Meditation, Ja. würde ich gerne nachher auch nochmal mit dir drüber sprechen. Ja. Seitdem ist so viel abgefallen bei mir, Ja. wo ich so sagen würde, früher war ich auch auf der Bremse. Ich habe sozusagen Ja. auf der Handbremse oder mit angezogener Handbremse gelebt. Und da Ja. ist viel weg. Und jetzt kommt einfach auch viel raus. Und das ist eben auch bei YouTube, kommt viel raus. Und da habe ich dich gesehen mit dem Dirk zusammen. Ja. Erleuchtung ist Quatsch. Das Video war so mein Einstieg. Und dann das Gespräch mit Cosima, euer zu dritt euer Gespräch. Und dann hatte Ja, ich ja. mit Cosima Kontakt, wir haben ein Gespräch gehabt und jetzt habe ich dich kontaktiert. Das ist so, ja, und der Hintergrund ist, dass ich seit 40 Jahren auf diesem inneren Weg bin. Und darüber würde ich auch gern mit dir sprechen, über die Ja. Details. Du bist ein paar Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 60. Okay. Ja, du bist, glaube ich, 68er Jahrgang, oder? Genau. Ich bin 56, genau. Ja, genau. Wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen, ursprünglich? Mein Vater. Also, mein Vater hat sozusagen er hat zwei Dinge angerichtet. Ja. Erst hat er mich verlassen, als ich 2 war. Ja. Und als ich 20 war, hat er mich mitgenommen zu seinem damaligen Lehrer. Also mein Vater gehörte zu denen, die damals nach Pune, zu Osho, zu Bhagwan gegangen sind. Ja. Und der dann wieder kam und dann auch in Rot. Er war Professor und hat dann auch in Rot gelehrt. Ja. War so einer der Ersten, war so ein Pionier eigentlich in Deutschland. Und Ja. der hat mich dann mit 20, hat er mir zum Geburtstag eine Woche Sommerworkshop bei Hamburg geschenkt. Ja. Härteste Bioenergetik-Gestalt-Encounter-Gruppe. Ja. Also ich habe, glaube ich, kaum in meinem Leben später was Schlimmeres gemacht. Und ich war quasi in Vollangst, Ja. in Vollkontraktion und in voller Faszination, was Ja. möglich ist. Also was es für eine Möglichkeit gibt von Interaktion mit anderen Menschen. Also was für eine Intensität. Und das heißt, er hat mich dann so auf den Weg gebracht. Unsere Wege sind dann auch erst an seinen Weg gegangen mit Sufismus und mit, jetzt ist er Buddhist, schon sehr Ja. lange. Ja. Und ich bin meinen Weg gegangen und mein Weg ging eben dann sehr schnell über die Advaita, über die Satsang-Szene damals, deren Anfänge ich erlebt habe. Du sagtest, mit 2 hat dich dein Vater verlassen. Das heißt, deine Eltern haben sich scheiden lassen. Genau, mein Und wie Vater war hat. dein Kontakt dann zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem 20.? Ich habe meinen Vater immer so unregelmäßig gesehen. Das war damals so, dieses Sorgerecht. Er hatte Ja. eben Besuch oder einmal im Monat oder so, ein Wochenende Ja. oder einen Ja. Tag. Und er war immer so eine ferne Figur. Ja. Und ich habe quasi zu ihm aufgeschaut. Ihn Ja. vermisst, aber durfte das auch nicht zeigen, weil wenn man zeigt, oh, ich vermisse dich, ich möchte mehr mit dir zusammen sein, dann war immer die Angst da, dann kommt gar nichts mehr vielleicht. Ja. Und das hat eigentlich meine Suche auch geprägt. Eigentlich Ja, ist mir ja. jetzt so in Retrospektive auch sehr deutlich, die Ja. Suche nach dem Vater, ja. Ja. Und in allen, ich hatte viele männliche Lehrer, ja. Also Ja. es waren Ja. viele, viele Autoritäten. Es waren auch mächtige Lehrer, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und ich war immer weiterhin in dieser Mischung von Faszination, Ehrfurcht, Wertlosigkeit, Bedürftigkeit. Und
und die Suche nach geliebt zu werden. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe dann später, ich habe drei Halbgeschwister. Ja? Also mein Ja. Vater hat dann noch Kinder bekommen. Und aber mit denen bin ich nicht aufgewachsen, obwohl wir jetzt heute einen sehr guten Kontakt haben. Ja. Die sind erst später gekommen. Ich war alleine mit meiner Mutter. Was hat dein Vater an der Uni unterrichtet? Ja, der war Professor für Psychologie. Psychologie. Ach so, ach so. Ja, also er war damals der, auch dann irgendwann der Gründer und Mitleiter der transpersonalen Gesellschaft. Ja. Deutschland, das war das, was in Amerika Stanislav Grof war. Ja. Und mein Vater war dann jemand, der dann auch viele Lehrer eingeladen hat, also Ja. viele damals auch sehr bekannte Lehrer, auch an die Uni, glaube ich. Und dadurch habe ich dann auch, also von ihm habe ich dann zum Beispiel eine Kassette von Wolf Bündig bekommen, den Gründer von CIST. Und das war ein Vortrag über Krebs, überraschenderweise, jetzt im Ja, Nachhinein. ja, ja. Ja, und über die, ja, was das eigentlich ist oder was eventuell dahinter steckt. Ja, Ja. das, genau. Interessant. Also wenn du jetzt sagst, 40 Jahre lang, dann hast du 1984 um die Ecke angefangen, ne? Ja, 84, irgendwann, ich Ja. weiß es dann nicht mehr, ich weiß das, genau, 84, ja, doch, 84. Und, Ja, ja. der Kontakt mit Satsang kam dann 92, als die ersten Schüler von Punjabi nach Deutschland kamen. Zwischen 84 und 92, was hast du da gemacht? Da habe ich erstmal in dieser Bioenergetik-Gruppe Ja. bei diesem Gestalttherapeuten, das war ein holländischer, Ja. ja, man könnte auch sagen Schamane, ja, also der war so eine Mischung, Indonesier, Holländer. Das war schon Ja. eine tolle Mischung. Das war auch ein super, super Therapeut, super Ja. Lehrer. Der konnte Ja. so Körper lesen. Also er konnte sozusagen an den körperlichen Mustern auch unglaublich viel erkennen. Das grenzte dann schon teilweise ans Übersinnliche, jedenfalls für mich, was der gesehen hat. Und dann war ich auch mal ein Jahr in einer indischen Gruppierung, sage ich jetzt mal vorsichtig, die Ja. in Indien unglaublich verbreitet ist, Ja. aber in Deutschland doch eher einen Randcharakter hatte. Und da, Ja. das war von Frauen, das war eine sehr stark frauendominierte Gruppe. Und da Ja. war ich ein Jahr im Zölibat. Das war ein Desaster, kann ich dir sagen. Also besonders im Sommer. Ja. Das war, also. Das war eine Katastrophe. Also, weil du hattest dann einfach diesen Anspruch von Zölibat und die gingen sogar noch weiter und sagten, keine unreinen Gedanken. Ach du Scheiße, sage ich dir. Und Ja. das heißt, da bist du eigentlich nur in einer permanenten Selbstverurteilung. Ja, Ja. also da gehst du durch die Straße und dann guckst du wieder und dann sagst du, nein, 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 wir dürfen nicht gucken. Ob die schönen Mädchen und Frauen, die da sind. Ja, das war schon. Ja, okay, aber da war ich dann auch in Indien. Genau, richtig. Ah ja. Ja. Da war ich in Indien bei deren Headquarter, bei deren Zentrum. Ja. Und es war das Gerücht, oder es war so dort, dass eben dort eine dieser ursprünglichen Schwestern jemand war, die Gott selber channeln konnte. Ja. Und deswegen bin ich da hingefahren. Ich wollte Gott treffen. Ja. Interessant. Ja. Und dann 92 sagst du in die Neo-Advaita-Szene gekommen. Ja, es hieß da schon die Advaita-Szene. Neo-Advaita kam, das Wort habe ich erst Ach, das jetzt. kam das spät, Das kam habe ich später erst dann. jetzt eigentlich erst gehört. Ich war auch sehr überrascht, jetzt durch Cosima zu erfahren, dass es immer noch diese Szene gibt. Ja, ja. Es war für mich jetzt gar nicht so wichtig. Und genau, das war dann, wie das immer so läuft. Ich war eigentlich in einer sogenannten Lebensberaterausbildung bei einer Frau. Diese Frau hatte jemand getroffen, der aus innen, der ein Nahtoderlebnis hatte und dann, wie sie sagte, sein Ich verloren hat, also erleuchtet, ne? Das galt dann als erleuchtet. Und den hat sie mit reingebracht in die Gruppe und dann habe ich über ihn das Enneagramm kennengelernt. Der war eigentlich Enneagrammlehrer.
Und dann aber hat er auch sehr schnell begonnen, nicht nur Enneagramm, sondern dann hat er eben auch Satsang gegeben. Ja. Und da war ich dann dabei, war sehr skeptisch, eigentlich die ganze Zeit, ja, auch skeptisch ihm gegenüber. Es war ganz unbestreitbar, dass da große Erkenntnisse waren. Aber als er anfing, Satsang zu geben, habe ich eigentlich eher gedacht, er ist übergeschnappt. Ja, also das ist jetzt zu viel, das ist zu weit. So. Ja. Aber ich wollte ja auch, ich wollte ja auch gerne, ich wollte ja auch gerne. Ich wollte ja auch mal. Ich wollte ja auch mal. Ja. Und dann bin ich bei ihm geblieben. Und das ist dann gewachsen, er wurde populärer, die Leute sind gekommen. Er gehörte zu denen, die auch innere Arbeit immer propagiert haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Advaita-Lehrern, die gesagt haben, es gibt nichts zu tun, hat er immer gesagt, nein, es gibt etwas zu tun. Und das ist die innere Arbeit an der Ego-Struktur. Und das hat mich auch immer eigentlich gehalten, diese Arbeit. Und dann ist das gewachsen. Ich bin dann auch Lehrer geworden in seiner Schule für innere Arbeit. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, man kann nicht sagen, es war zu früh. Ja, aber man könnte sagen, ich bin zu früh in eine Lehrerrolle gekommen. Es gab gar keine Frage, weil es kamen so viele Schüler. Das musste irgendwie auch begleitet werden. Ja, das konnte er nicht alleine. Und da waren dann einige von meinen engeren Kollegen und wir haben dann auch diese Seminare dann auch geleitet. Ja. Und das war eine tolle Zeit, das ist gar keine Frage. Und es war eine wichtige Zeit. Aber im Nachhinein, ja genau, und dann wurde es aber, also gerade diese starke Vatergeschichte, in meinem Fall war dann auch, es ging noch sehr lange, aber irgendwann dann bin ich gegangen. Es war eigentlich eine konstante Frustration, dieses Wunsches, endlich geliebt zu werden, weil er zu der, sagen wir mal, zu der Art Lehrer gehört, die da einfach sagen, nee, da mache ich nicht mit. Ja, das, also jetzt heute kann ich auch den Wert darin sehen, aber damals konnte ich das nur begrenzt, sagen wir mal, ja. Ja. Und dann bin ich irgendwann gegangen. 2006 war das. Ungefähr, ja. 2006, genau, ungefähr 2004, 2006 bin ich gegangen. War dann, und das war halt in einem Moment von wirklich, also da war der Druck so stark in mir, dass das wie so ein Befreiungsschlag war. Und dann fühlte ich mich natürlich auch befreit, ja. Und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, habe ich gedacht. Und das hielt so 2, 3 Wochen. Und dann, ja, dann spürte ich, wie es in sich zusammenfiel in mir. Und deswegen habe ich dann auch gar nichts mehr gemacht. Ich habe dann zuerst noch so gedacht, ja, ich mache jetzt weiter, gebe jetzt auch Seminare, ich mache weiter Vorträge, was ich die ganze Zeit gemacht hatte. Aber es ging nicht. Es war wie, die Energie war nicht da. Und also habe ich 10 Jahre nichts gemacht und war wieder ein Softwareentwickler, das, was ich studiert hatte ursprünglich. Ja. 10 Jahre. Ich glaube, du bist verheiratet. Hast du auch Kinder? Ich habe 2 Kinder, Also, ja. wie Ja. hast du deine Frau kennengelernt? Also das sind jetzt, genau, die Kinder sind aus früheren Beziehungen und meine jetzige Frau. Ja, die habe ich in der inneren Arbeit kennengelernt. Also die war. Also noch vor diesen 10 Jahren, die du dir Ja, eine genau. Auszeit genommen hast. Also, Ja, genau. Gegen Ende habe ich sie dort kennengelernt. Und wir sind dann auch zusammengeblieben, auch über die Auszeit. Also was heißt Auszeit? Ne? Das war eigentlich Dunkelheit. Das war eigentlich eine Art von, ja, von spiritueller Dunkelheit, würde ich sagen. Oder Desinteresse. Ja, ich hatte einfach kein Interesse. Hat sie sich dann gemeinsam mit dir von dieser Gruppe getrennt? Nein, die ist Ah, dabei sie ist da geblieben. geblieben. Sie ist da geblieben. Ja, Also, das war auch verstehe. immer eine interessante
Ja. Das war interessant, weil das war auch ungewöhnlich, Ja. dass quasi unsere Beziehung das ausgehalten hat. Ja, Das ja. kommt ja oft vor, dass Beziehungen das nicht aushalten, Ja. wenn der eine Partner weiter auf dem Weg bleibt und der andere einfach sagt nein. Aber Ja. bei uns war so eine große Liebe, dass das gar keine Frage war. Ja, Also, so. ja. Es war Ist sie jetzt. auch jetzt noch dabei? Sie ist jetzt, wir sind jetzt zusammen in derselben Schule. Ach so, ach Das so. ist eine andere Schule. Und sie ist immer noch dabei. Also sie ist, also Ja. ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit und da will ich auch nicht für sie sprechen, aber Ja. genau, nach den 10 Jahren bin ich dann das erste Mal richtig krank geworden am Herzen. Ja. Und dann habe ich Depressionen gekriegt und dann war klar, das war das Signal, ich muss wieder auf den Weg. Ich muss. Und dann bin ich in die Ritwan-Schule eingestiegen, den Diamond Approach, weil Ja. diese Schule kannten wir von früher. Wir waren quasi auch freundschaftlich mit der Schule verbunden, weil sie Ja. einen ähnlichen Geist hatte, nämlich eben sowohl Spiritualität, sowohl Meditation als auch wirklich geistige und spirituelle Themen, aber eben auch die Arbeit an der Ego-Struktur und an der persönlichen Seite. Und Kannst du deshalb ein bisschen was sagen über diese Schule? den Diamond Approach, Genau. der ist ja natürlich, das ist schon eine sehr alte Schule, die um in den 70er Jahren Ja. irgendwo begründet wurde. Der Begründer Almaas ist ein sehr Ja. bekannter Buchautor, der hat irgendwie 50 plus Bücher geschrieben und ist auch sehr anerkannt auch von, ja, zum Beispiel auch von buddhistischen Lehrern, Jack Kornfield oder Ken Wilber, und wirklich, er ist sehr anerkannt, Almaas. Und der hatte ein Nahtoderlebnis und danach starke, starke innere Erkenntnisse. Und da er Physiker ist, hat er auch sehr genau geforscht. Und um ihn herum ist dann eben auch eine, hat sich dann eben auch ein Weg gebildet, eine Schule gebildet, Ja. die es bis heute gibt. Ja. Und diese Schule war für mich so was wirklich, also es gibt ganz viele, ich bin natürlich jetzt subjektiv, ne? Ich bin also, ich bin total begeistert davon. Für mich war das einfach die Rettung, weil sie einerseits sehr fundiert mit mir als Mensch arbeitet, sowohl im Schatten wie auch im Licht, wie mit meinen Qualitäten, aber auch mit den Hindernissen, aber mit einem Geist von unendlicher Freundlichkeit. Und dieser Geist der unendlichen Freundlichkeit mit mir selbst und auch dieses, ich muss nirgends hinkommen, das hat mich damals umgehauen, weil ich hatte wirklich 40 Jahre mich bemüht. Ja, angestrengt, und ich muss mich verbessern. Ich muss jemand anderes werden. Und diese Schule hat mir gezeigt, nein. Ja, und das wirkt bis heute. Bis heute bin ich immer dankbar für jede Erinnerung. Ey, kann es das sein, dass das jetzt mal wieder gerade eine Kritik war in dir? Kann es sein, dass das gerade ein Anspruch war, den du hier so? Ja, und da bin ich dann eben vor jetzt 8 Jahren eingestiegen und meine Frau dann auch irgendwann. Dann sind wir zusammen auch in Gruppen gewesen. Bis heute. Und das ist ein großer Segen für uns und auch ein großer Segen, die Gemeinschaft auch zu haben. Also mir ist im Grunde auch schon früher, aber auch jetzt sehr speziell dieses Buddha, Dharma, Sangha aus dem Buddhismus, da habe ich, ich weiß, was gemeint ist damit. Ja. So. Der Geist der Freundlichkeit, ja, weiß nicht, ob ich noch mehr zum Diamond Approach sagen kann. Oh. Also der Gründer der Almas, der hat das jetzt nicht von irgendeinem Lehrer, sondern sozusagen autodidaktisch durch seine Nahtoderfahrung sozusagen selber entwickelt. Ja und Er war nicht nein. selber in der Schule, oder Ja doch? und nein. Er war ein Schüler von Claudio Naranjo.
Claudio Naranjo ist jetzt wahrscheinlich jetzt den deinen Zuschauern nicht so bekannt. Er ist ein chilenischer Psychiater gewesen, ein Schüler von Oscar Ichazo. Das war ein Lehrer des Dritten Weges, also und der mittelöstlichen, also der Sufi, also auch der Sufi-Tradition. Und Arancho war, naja, es führt jetzt, das ist sozusagen, das führt weit in die Geschichte hinein. Da war Almas oder Hamid, wie wir sagen, war bei Claudio. Und Claudio ist auch noch zusätzlich einer der beiden Nachfolger von Fritz Perls in der Gestalttherapie. Also Narancho ist eigentlich, durch seine Persönlichkeit ist er nicht so übermäßig bekannt, weil er das nicht so forciert hat, aber eigentlich ist er eine der wahrscheinlich einflussreichsten Persönlichkeiten überhaupt. Und Hamid oder Almas war bei Narancho und hat dann auch stark mit zwei Kollegen diesen Diamond Approach entwickelt, hauptsächlich tatsächlich durch eigene Erfahrungen, ja, und durch eigene innere Reisen, Erkenntnisse. Und ihm war dann plötzlich, er sagte auch, er hat eigentlich nicht Angst, er dachte nicht. Er dachte nur, das ist jetzt mein Weg. Und erst dann merkte er, oh, das, was hier kommt, ist ein bisschen größer, ist ein bisschen breiter. Das könnte ein Weg sein, ja, der sich da entwickelt. Und so war es dann, ja. Und heute hat sie hat die Ridwan-Schule irgendwie, ich glaube, 5000 Schüler und 200 Lehrer oder so. Weltweit, hauptsächlich Amerika und Deutschland und skandinavischen Länder und so. Und ja, und dieser Geist von freundlicher, aber auch differenzierter Erforschung, der jetzt durch ein Maß kommt, der ist sehr spürbar in der Schule und auch bei den Lehrern. Was ich immer wieder beeindruckend finde an der Schule ist, dass die Lehrer sind dort, sind alle mindestens 10 Jahre Schüler in der Schule und dann machen sie eine Ausbildung zum Lehrer und die dauert dann auch nochmal 10 Jahre. Und das heißt, jeder, der da Lehrer ist, ist mindestens 20 bis 25 Jahre dort. Und das merkt man. Das merkt man einfach. Ja. Ich habe ja auch in dem Gespräch mit Cosima auch Kritik geübt an den gegenwärtigen Lehrern des Advaita oder Neo-Advaita und sehe dort schlichtweg auch immer wieder einen Mangel an Ausbildung. Ja. Ja, vielleicht kein Mangel an Erfahrung oder an jetzt spirituellem Erlebnis, aber vielleicht ein Mangel an Ausbildung. Eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt, auch seit ich Kontakt habe mit der Cosima. Also mir war diese Neo-Advaita-Szene, ich hatte das gar nicht auf dem Bildschirm oder auch das mit dem Satsang. Ne? Als ich Anfang 1984, also ich habe durch Zufall, ne, ich war im Internat, kam in Kontakt mit Zen-Meditation und ich fing dann an, die Bücher zu lesen. Und da war zwar von Erleuchtung die Rede, aber es hieß, es gibt vielleicht eine Handvoll von erleuchteten Meistern auf dem Planeten. Ne? Also da muss man lange nachsuchen. Aber jetzt, du findest ja überall im Internet, ne, jeder Hans und Kunz, ne, alle sind erleuchtet. Und wenn man die Leute so reden hört, also wie du sagst das, die haben schon irgendwas erfahren. Also es ist nicht so, dass die das Blaue vom Himmel runterlügen. Was ich mich frage, also in den 80ern, ich habe keine Erleuchteten gesehen, gefunden, oder es war sehr schwer, also auch eine Lehrperson zu finden, ne? Wo kommen die ganzen Leute her? Also ist das alles, kommt das von Eckhart Tolle und den anderen Advaita-Lehrern her oder liegt das vielleicht auch an Drogen, die vielleicht in den 80ern noch nicht so zugänglich waren? Oder woran liegt das? Hast du da eine Idee, wo kommen die ganzen erleuchteten Meister her? Oh. Oder wie Loriot sagen würde, wo laufen sie denn? Wo kommen die alle her? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Jetzt, ich weiß schon was über die Hintergründe, ja, sage ich auch gleich. Aber was ich interessant finde, ist, weil wir sprechen ja hier eigentlich auch über eine Geheimlehre oder der spirituelle Weg hat ja auch ein Geheimnis, ein Mysterium. Und ich habe mich so gefragt,
Wie kann man eigentlich den spirituellen Weg geheim halten in Zeiten von YouTube? Ja, ganz einfach. Alle behaupten, erleuchtet zu sein. Und dann hast du das gleiche Resultat. Du findest sie wieder nicht. Ja? Oder sie gehen unter in diesem Lärm, wo sie früher im Dschungel oder auf dem Berg im Himalaya in dem Sinne untergegangen sind, dass man sie nicht gefunden hat, gehen sie jetzt unter in einem Hintergrundrauschen von Erleuchtung. Ja? Und das ist irgendwie teilweise schade, ja, oder ich so. Und teilweise ist es anscheinend, so ist das, ja, die Tendenz der Veroberflächlichung. Genau, aber wie das kam mit dem Advaita, ist für mich ziemlich deutlich. Als Osho Bhagwan gestorben war, haben seine Schüler einen lebenden Meister gesucht. Die waren orientierungslos. Und dann hörten sie von einem indischen Meister in Lucknow in Indien. Und der hieß halt Punjaji. Und da sind sie hin. Das heißt, da sind ganz viele hin, die schon ganz viel gemacht hatten an Arbeit, auch an tiefen Durchbrüchen in der Arbeit bei Osho. Und die haben jetzt in Punjaji. Und Punjaji saß da und sagte: Du bist schon frei. Gib die Suche auf. Ja? Give up the search. Du bist schon erwacht. Und er hat dann vielen seiner Schüler die Lehrerlaubnis gegeben. Da gibt es auch verschiedene, aber es gibt sehr direkte Berichte von Lehrern, die ich auch selber gesehen habe, teilweise, die deswegen in den Westen, er hat gesagt, geh in den Westen und verbreite meine Lehre. Später dann, ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, wo er sagt, das sind alles falsche Lehrer. Gangaji, Muji, Andrew Cohen, das sind alles falsche Lehrer. Das sind nur die Botschafter, die haben das alles so. Er hat also wieder ein bisschen zurückgerudert, aber damals haben sich viele auf ihn dann berufen. Und der berühmteste, denke ich, wo es sich auch lohnt, denke ich, jetzt für Zuschauer, jetzt auch von dir, mal nachzuforschen, ist Andrew Cohen. Weil der war bei Punjabi, der ist dann nach Europa gekommen und war unglaublich erfolgreich, war riesig, hat eine riesige Gemeinschaft, hat auch eine Zeitschrift rausgebracht, Was ist Erleuchtung? Und dann ist er in Skandale verwickelt worden und dann hat er die Gruppe löste sich auf und er hat dann später über die Zeit gesprochen, sogar in Interviews. Und hat gesagt, es war auch ein Ego-Trip von ihm. Es war zu verführerisch, diese Macht, die er da hatte. Und das ist natürlich spannend. Das ist spannend, es ist selten, dass man einen Lehrer, man hört von Skandalen, aber es ist selten, dass ein Lehrer dann so offen darüber spricht. Und ich glaube, daher kommt es. Es kommt letztlich von Punjabi und dann gab es ganz viele Leute, die Satsang gegeben haben. Wiederum, da gingen viele Leute hin. Die hatten dann teilweise Erfahrungen und die haben dann auch wieder Satsang gegeben. Und ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis gibt in der YouTube-Welt, in der heutigen Zeit nach Sinn und nach einer, ja, eigentlich die Sehnsucht nach dem Weg, auf dem wir ja auch sind. Ja. Und eigentlich dann, und eine Orientierungslosigkeit. Und dann natürlich eben, dann findet man Leute bei YouTube und dann geht man dahin. Und wenn man Pech hat, und die Chance ist groß, dass man Pech hat, würde ich sagen, dann ist man, das war es auch so, wo mein größter Schmerz ist bei der Sache oder auch Wut immer wieder, dass wenn du an so einen Lehrer gerätst, dann kann er dir den spirituellen Weg eigentlich wirklich zunichte machen, wo er noch gar nicht begonnen hat. So. Du sprachst in deinem Gespräch mit der Cosima von Viertelerleuchteten. Also was fehlt diesen Erleuchteten? Ich entschuldige mich
von Herzen für dieses verurteilende, diesen verurteilenden Titel. Ja, also ich wollte damit was ausdrücken, weil ich kann es mir im Grunde nicht, ich kann mir da ja kein Urteil eigentlich anmaßen, aber was ich glaube, was fehlt, und das kann ich auch in mir sehen, ja, oder was mir gefehlt hat damals, war eine, also es war hier, da war viel. Und das sehe ich da auch. Aber was in mir auch gefehlt hat, ich habe nie Satsang gegeben. Ich habe nur, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Ich habe mich nie als Erleuchteten positioniert. Aber was mir auch gefehlt hat, ist meine Menschlichkeit. Mir hat eine Freundlichkeit gefehlt und ein ganz normales Hiersein in diesem Leben, in dieser Normalität, in dieser langweiligen, schwierigen Normalität des Menschseins. Und ich glaube, das fehlt ihnen. Komischerweise fehlt es ihnen ja nicht. Die haben das ja erlebt. Die waren ja mal Suchende. Aber wo ist denn das bitte? Wo ist das geblieben? So, ja. Und ja, und da ist dann diese Wahrheit von, wir haben darüber früher auch nachgedacht, dieses, die etwa viele Advaita-Lehrer haben gesagt, es gibt nichts zu tun. Ja, wenn wir gesagt haben, ja, wir machen innere Arbeit, wir machen psychologische Arbeit, ja, dann haben sie immer gesagt, das ist nicht notwendig, das Ich ist eine Illusion. Wieso willst du an dem Ich denn arbeiten? Und ich habe das auch irgendwann mal eine Lehrerin gefragt von mir damals und habe ihr gesagt, die sagen immer, es gibt nichts zu tun. Und sie hat gesagt, ja, das stimmt. Ja, es stimmt, es gibt nichts zu tun, aber du musst sehr viel Arbeit machen, um das zu realisieren. Du musst einen langen Weg gehen, um zu sehen, dass es keinen Weg zu gehen gibt und erst dann gibt es nichts zu tun. Und ich glaube, dass das das Dilemma ist, ja. Und das meine ich mit Viertelerleuchtung. Es ist eine Erleuchtung, die garantiert ein Erleuchtungserlebnis hat und garantiert auch einen veränderten Zustand. Das kann ich jetzt auch in mir spüren, die letzten 4 Wochen, also irgendwie, dass ich irgendwie anders bin. Und und da ist dann auch eine Versuchung da oder so ein, ja, da ist der natürliche Wunsch auch da, das zu teilen. Der ist da. Ja, und je nach Persönlichkeit, manche bleiben dann trotzdem in der Höhle im Himalaya und andere gehen dann raus auf YouTube. Das ist ja auch so ein persönlicher Geschmack eigentlich dann. Aber es ist eine große Versuchung, sich dann dahinzusetzen und zu sagen, jo, ja, kommt alle zu mir. Ja, und klar habe ich was zu, ich habe was zu geben, aber was ist, wenn es um das ganz normale Menschsein geht. Ja. Und Wie daher sieht denn das. die? Nee, bitte, bitte. Nee, und deswegen habe ich so einen Respekt vor euch, sage ich jetzt einfach mal so, vor dem Buddhismus. Und deswegen habe ich so einen Respekt und habe das so genossen, dich und Dirk zu sehen, wo er sagt, Erleuchtung, hä? Ja, das ist, weißt du, das ist ja nur die halbe Wahrheit, das wissen wir, ja. Erleuchtung ist nicht nur Quatsch. So, das ist etwas, das kann etwas Unglaubliches oder Erwachen oder wie auch immer du es nennst, kann ja, das kann ja ein Erdbeben sein. Aber wenn diese Illusion oder dieser Anspruch dann da ist, dann ist natürlich, dann stimmt es auch. Das ist Quatsch. Der Anspruch ist Wie Quatsch. siehst du denn oder was bedeutet die innere Arbeit, von der du sprichst, konkret? Also ich glaube, was du sagst, was diesen Viertelerleuchteten fehlt, wenn man sie so nennen darf, aber wer sich nicht angesprochen fühlt, der muss sich nicht angesprochen fühlen. Also Ja, keiner, genau. wir nennen ja hier keinen Namen, ne? Also keiner muss beleidigt sein. Was den Leuten fehlt, ist innere Arbeit, glaube ich, sagst du, ne? Es geht immer weiter damit. Was bedeutet diese innere Arbeit für dich konkret? Was wäre ein Beispiel dafür? Das ist eine Oder wie sieht wunderschöne. sie bei dir persönlich aus? Ja. Das ist eine gute Frage, wunderschöne Frage.
Also die innere Arbeit, so wie ich sie kennengelernt habe oder auch jetzt irgendwie das Glück habe, sie kennenzulernen, Ja. da hast du, also du hast quasi Orientierungen. Zum Beispiel hast du die Orientierung von essentiellen Qualitäten. Also Freude, Leichtigkeit, Neugierde, aber auch Stärke, Mut, Kraft, Mitgefühl, Liebe, Frieden. Diese essentiellen Qualitäten sind wie Orientierung. Aber wenn wir mit jetzt meinetwegen der essentiellen Qualität von Freude, Leichtigkeit und Neugierde arbeiten, Ja. dann nutzt es natürlich nichts, wenn du sagst, also Leute, lass uns jetzt mal uns freuen und jetzt mal spontan sein. Das geht halt nicht. Dann wird da nur ein Anspruch daraus. Also, was wir tun, ist, wir arbeiten an den Hindernissen. Wie war das eigentlich für mich? Wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Freude und Leichtigkeit und Neugierde, zum Beispiel in der Kindheit? Wie war das eigentlich für mich? Wie war eigentlich meine Mutters Verhältnis zu Ja. dieser Kraft oder mein Vater? Und das ist eigentlich die Erkundung, die dann stattfindet. Die Erkundung ist, und da kommen natürlich dann auch die Hindernisse. Da kommen meine Ideen, meine Überzeugungen und da kommt auch erstmal das Gegenteil von Freude. Da kommt keine Freude auf, ja, wenn man mit den Hindernissen arbeitet. Aber wenn du einfach da dran bleibst, auf eine freundliche Weise, das Ja, ja. muss man immer tausendmal wiederholen. Wenn du auf eine freundliche Weise dranbleibst, habe ich es oft erlebt, dass dann tatsächlich Freude kommt und Leichtigkeit. Nicht, weil ich sie wollte, sondern eigentlich im Gegenteil. Ja. Und das ist eigentlich die Geisteshaltung. Wir schauen uns die Hindernisse an, wir schauen uns an, was spricht dagegen, was sind die Gegenkräfte? Und dann zeigen sich die essentiellen Qualitäten oft von selbst. Dann gerade, wenn wir sie nicht erwarten, kommen sie. Oder auch Mitgefühl, Ja. so Loving Kindness, ist natürlich, wir haben eben auch ein Teil dieser Schule ist auch Meditation, jetzt nicht so Ja. ma massiv fokussiert, also ich würde sagen, bei so Retreats vielleicht 1,5 Stunden am Tag, ja, oder zwei Stunden am Tag. Ja. Dann gibt es Vorträge zu dem Thema, also Dharma Talks. Wir nennen das anders, aber im Grunde könnte man sie Dharma Talks nennen. Ja. Und da, und dann, und das ist für mich das Entscheidende, dann kommt eine Übung. Dann kommt ein Austausch. Und das sind sehr schlichte Übungen, also zum Beispiel ein Monolog, also wo ich sitze dann da und zwei andere sind mit mir, wir sind zu dritt. Und Ja. ich spreche einfach eine Viertelstunde. Ja. Wie war das eigentlich für mich mit Mitgefühl? Oder wo habe ich das erlebt oder wo habe ich das nicht erlebt? Und dann gibt es manchmal Feedback von den anderen am Ende, aber in den ersten Jahren nicht, weil Feedback ist gar nicht gut. Ja. Bloß keine Ratschläge. Und dann kommen die anderen und jeder spricht eine Viertelstunde. Und dadurch, ja, und dadurch, und danach trifft sich die Gruppe nochmal und dann gibt es Fragen und Antworten. Und das ist eigentlich der Rhythmus. Das ist ein sehr ruhiger Rhythmus. Ist erstaunlich, wie das funktioniert. Das funktioniert mit kleinen Gruppen von 20, genauso wie mit großen Gruppen von 500 bis 800. Die teilen sich einfach auf, ja, so. Und die Arbeit ist immer dieselbe und der Geist ist derselbe, nämlich von Freundlichkeit und Mitgefühl mit mir und den anderen. Und ja, und dann macht auch, und darin macht dann eben auch Meditation für mich dann auch total Sinn. Und auch Körperübungen. Also es gibt diese drei Säulen. Es gibt Meditation, Erkundung, Inquiry und Körperarbeit. Ja, das sind so die drei Hauptsäulen. Und dann quasi ein Lehrgebäude durch Almas hauptsächlich begründet, wo denn die Themen auch vorgegeben sind, an denen gearbeitet wird, eben dann eben diese fünf essentiellen Qualitäten. Das Über-Ich, also der innere Kritiker, spielt eine sehr große Rolle in den ersten 8 bis 10 Jahren. Ja.
Also eine Riesen, und das war für mich so der entscheidende Punkt, dass ich jetzt Also kann. es gibt fast sowas wie eine Art Lehrplan. Ja, aber von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ja, es gibt eine Art Curriculum. Im Diamond Approach ist diese Arbeit anders als jetzt. Sind keine Seminare. Ja, es ist, du gehst in eine Gruppe, wenn sie offen ist. Wenn sie sozusagen neue Schüler aufnimmt, gehst du in so eine Gruppe. Und ab einem bestimmten Punkt, nach 3, 4 Jahren oder so, gibt es ein bestimmtes Thema, zu dem man kommt, und dann wird die Gruppe geschlossen. Und ab dem Moment, wenn sie geschlossen ist, geht sie als diese Gruppe weiter. Und zwar so lange weiter, bis sie auf natürliche Weise endet, weil Menschen rausgehen oder sterben. Und das ist das andere, was Schönes an dieser Arbeit ist. Du legst dich nicht fest. Du gehst, wann du gehst. Du kommst irgendwann, und dann klar, irgendwann kannst du auch nicht mehr dazukommen, dann musst du in eine andere Gruppe gehen, die neu anfängt. Und diese Gruppen, es gibt Rituan-Gruppen, also die Lehrer, die heute Lehrer sind, sind alle auch immer noch in ihrer originalen Gruppe. Das heißt, es gibt Gruppen in Europa, die sind seit 25 Jahren laufen die, und die sind immer noch 80 bis 100 Leute stark. Und da ist eine hohe Konstanz, also eine hohe, ja, und für mich war das eben der Segen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Jetzt habe ich so viel über diesen Weg gesprochen. Ja, das ist dieser Weg. Also das ist dieser Weg, genau, du hattest gesagt, es gibt ein Curriculum, es gibt einen Lehrplan. Das ist so, aber jede Gruppe ist anders. Jede Gruppe hat so ihren eigenen, wie wir sagen, ihre eigene Perle, ja, ihren eigenen Geist. Aber es sind schon so, dass es schon wichtige Themen gibt, die am Anfang einfach behandelt werden. Ja, weil es einfach klar ist, das ist wie die Basis, die gelegt wird. Und dann ab einem bestimmten Punkt in der Arbeit, so nach wahrscheinlich 8 oder 10 Jahren, dann geht es auch in Gefilde, die dann auch für mich immer wieder auch meine eigene Vorstellung dann übersteigen. Aber das Schöne ist, auch wenn jetzt, sagen wir mal, die Aufgabe ist, erforsche die Hindernisse an allumfassender Liebe oder so, kannst du trotzdem immer noch 15 Minuten davon erzählen, dass du stinksauer bist darauf, sich heute in der Essenslinie jemand vorgedrängelt hat. Das ist total okay. Und es kann nämlich sein, dass, wenn du dich darüber richtig aufregst, dass dann so etwas wie Liebe auch auftaucht. Aber nicht umgekehrt. So, ja. Also du hast eine große Erlaubnis da, so zu sein, wie du bist. Gibt es eine Anleitung für Praxis im Alltag? Also was man zwischen den Seminaren macht, wenn man zu Hause ist oder bei der Arbeit, bei der Familie? Ja, atmen. Atmen. Gute Idee. Und den Körper spüren. Also das ist eine der Praktiken, ist eben Sensing, Looking, Listening. Und das im Alltag. Ja, es gibt dort keinen Alltag eigentlich. Ja, also es ist klar, dass es Seminare gibt. Es ist klar, dass es Retreats werden, die halt genannt. Es ist klar, dass es Retreats gibt. Und es ist klar, dass sie so eine Sonder, das ist natürlich schon eine besondere Zeit. Aber es ist klar, dass die Arbeit danach ist. Danach fängt die Arbeit an, in dem ganz normalen Leben. Also es wird dort, dieser Satz, den es da gibt, ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber das ist etwas, was Almaz sehr stark betont, dieses ganz normale Menschsein. Ja, ganz normal. Und viele, die dort sind, ja, keine Ahnung. Auf meinem Kanal habe ich ein Interview mit einem meiner Weggefährten. Der ist da schon 25 Jahre, und der war am Ende Manager von 600 Leuten und hat so internationale IT-Projekte gemanagt. Und er spricht eben davon, auch wie ihm, dass er ohne die innere Arbeit einfach nur Burnout, da wäre nur Burnout gewesen für ihn.
Das hätte er überhaupt nicht geschafft. Ja. Und das ist sehr interessant, so jemandem dann zuzuhören, weil man ja manchmal das Gefühl hat, dieser Weg ist irgendwie abgehoben. Ja. Wie lange hast du deinen Kanal schon? Ja, also theoretisch schon ziemlich lange, aber ich habe dann die ganze Zeit nur Programmiervideos veröffentlicht, wo ich Leuten beibringe, wie man JavaScript entwickelt und Java. Und dann habe ich gar nichts mehr gemacht. Und jetzt seit dem Meditationserlebnis vor 4 Wochen, da veröffentliche ich andauernd. Ich könnte noch viel mehr veröffentlichen, es hört gar nicht auf. So. Möchtest du da über das Erlebnis sprechen oder? Gerne. Gerne. Und da würde ich nämlich dann musst du auch mal was Ja, sagen. klar. Nee, ich war wegen der Krebsgeschichte, habe ich so eine alternative Krebstherapie auch gemacht, wo ich dann vor so einem Frequenzgenerator sitze. Und das finde ich ziemlich dubios. Aber ich sitze dann in so einem kleinen Raum und darf kein Handy benutzen. Und es gab diesen einen Moment, das war eigentlich schon der zweite Tag, ich war jetzt das zweite Mal da, wo ich dann da saß und dann eben dachte, okay, dann meditiere ich einfach. Ja, was soll ich sonst machen? Ja. So, und ich bin nicht gut, also ich war wirklich ganz, ganz schlecht im Meditieren, ganz, ganz schlecht. Ja. Also die Aufmerksamkeitsspanne eines Huhns. Und dann war aber der Moment in diesem Raum. Und da saß ich dann 2 Stunden und es war wieder wie immer Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung und wieder zurück, Ablenkung. Und irgendwann kam so eine, ja, es war so eine Entschlossenheit. Es kam irgendwie eine Kraft in mir. Aber es war nicht so eine Über-Ich-Kraft, die sagt, reiß dich so, sondern es war so eine freundliche Entschlossenheit, die sagte, Alter, verdammt nochmal, jetzt reicht's, das muss doch gehen. Und dann saß ich da und dann würde ich sagen, dann war einfach nichts. So. Dann war gar nichts. Für ich weiß nicht wie lange. Ja. Können auch nur ein paar Sekunden gewesen sein, ich weiß es nicht. Und dann macht es irgendwie wieder so Knall und dann ging es alles wieder los. Dann gab es eine unglaubliche Klarheit oder im Geiste. Und es war mir klar, irgendwas ist passiert, was noch nie vorher passiert war. Ich hatte mich ja immer danach gesehnt, ne? Man hört es ja auch. Man möchte auch, dass irgendwie was, das Auto durch einen durchfährt oder dass man irgendeine Erfahrung macht, ja, in der Meditation. Und das hatte ich halt bisher nicht. Das war das erste Mal. Und das ist jetzt seit 4 Wochen und in gewisser Weise hält es an. Etwas hält an in mir. Ich würde das aus der Sicht des Diamond, aus meinem Weg, würde ich sagen, es ist weniger Über-Ich da. Es ist fast keine innere Kritik mehr da. Deswegen fühle ich mich auch nicht mehr gebremst. Und deswegen kann ich jetzt auch mich zeigen, auch ohne Zähne. Das ist auch so verrückt, weißt du, jetzt, wo ich mich zeige, habe ich keine Zähne mehr. Ist auch irgendwie ein kosmischer Witz, ja. Weil ich war schon auch früher so ein bisschen auch so, ne, habe mir schon auch was eingebildet auf mein Aussehen, ja. Ja. Genau, das war die Erfahrung. Was würdest du, ja genau, das wäre vielleicht, würde mich interessieren, weil wenn mich jetzt jemand fragt, okay, was war das, dann würde ich sagen, das war nichts, das war Cessation. Das war, ich kann nicht mal sagen, es war Leere. Es war einfach wie, als ob es aufgehört hat. Und dann fing es wieder an. Aber es war so. Oder mich würde auch interessieren, was du so erlebt hast. Aber gut. Ja, also du hast es mir ja
eben erzählt, du hast, glaube ich, auf deinem Kanal auch ein Video, wo du über diese Erfahrung sprichst und der Kanal ist ja gerade erst noch am Wachsen, aber dieses eine Video, das hat schon Tausende von Zugriffe gehabt. Ne? Also das beliebteste Video ist das, wo du über die Erfahrung sprichst. Du hast ein Gespräch mit deinem Lehrer hochgeladen, das so eine knappe Stunde ist und wo du auch über diese Erfahrung sprichst, die mitteilst. Ich fand, also ich habe mir natürlich nicht alle Videos bei dir angeguckt, ne? Aber am interessantesten fand ich diesen Austausch mit deinem Lehrer. Ich glaube, Philipp hieß er. Und ich kann dir jetzt nur sagen, wie es bei mir so ein bisschen ankam, ne? Also aus deiner Perspektive ist es vielleicht ganz anders und wie es aus Philipps Perspektive aussah, könnte wieder ganz anders sein, ne? Aber ich als jemand, der auch immer wieder gefragt wird, ne, was ist denn jetzt die Erleuchtung? Oder ich werde gefragt, wie bist du? Bist du erleuchtet? Wie sah deine Erleuchtung aus? Oder ich habe jetzt vor 3 Jahren das und das erfahren. Ist das jetzt Erleuchtung? Und wie ist denn das? Einheitserfahrung, Leerheitserfahrung, Gipfelerfahrung, Samadhi-Erfahrung, wie unterscheiden die sich? Und ich sage dann immer, oder ich berufe mich dann auf den Dirk und sage, Erleuchtung ist Gott. Ich weiß es auch nicht. Ne? Also ich bin immer in dieser Situation, ne? Entweder ich muss über meine eigenen Erfahrungen berichten oder die von anderen Leuten kategorisieren. Und ehrlich gesagt, meine Reaktion zunächst mal ist, es interessiert mich nicht, ne? Also was interessiert mich deine Erfahrung von vor 3 Jahren oder 5 Jahren? Und wie soll ich dir sagen, ob es das jetzt Erleuchtung war oder nicht, ne? Lass los davon, ne? Lass los. Es geht ja darum. Keine Ahnung, ne? Also selbst wenn der Kaffee, den du vor 3 Tagen getrunken hast, der beste war in deinem ganzen Leben, der Kaffee ist weg, ne? Und jetzt noch darüber zu schmecken, wie der so ganz besonders geschmeckt hat, so ganz anders wie sonst, ne? Also wie schmeckt der Kaffee, den du heute trinkst, ne? Insofern, vor einem Jahr oder so habe ich auch länger auf meinem Kanal über diese Frage gesprochen. Bist du denn erleuchtet? Hat mich jemand gefragt, eine berechtigte Frage. Und ich habe gesagt, nee, also ich weiß zwar nicht, was du meinst mit Erleuchtung, aber egal, was du meinst mit Erleuchtung, es trifft vermutlich nicht auf mich zu. Vermutlich trifft es nicht auf mich zu, ne? Also natürlich haben mich die 40 Jahre, also wie du, ich habe 84 angefangen, ich sitze seit 40 Jahren, ich gehe diesen Weg seit 40 Jahren. Und natürlich war da immer auch ab und zu mal ein Aha-Erlebnis oder da fielen Groschen oder lange eben Zweifel, was ist denn das überhaupt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und dann sind Momente, wo man spürt, das ist genau mein Weg. Ne? Natürlich verändert das einen, ne? Aber im Nachhinein, es gäbe jetzt nichts, wo ich dir sagen könnte, ja, an dem und dem Tag ist das und das passiert. Und das war dann die zweite von 12 Stufen zur Erleuchtung. Und dann so und so viele Jahre später ist die dritte, vierte Stufe. Ne? Und also jetzt zurück zu dem Video, wo du mit dem Philipp sprichst. Bei mir kam es so an. Ne? Irgendwann in der Mitte des Gesprächs kamst du auf die Erfahrung zu sprechen. Du hattest dann selber hinterher, ich glaube, es war der Philipp oder vielleicht warst du selber, die das Gespräch dann auf die Motivation gebracht haben. Warum sprichst du eigentlich darüber, ne? Und warum machst du diesen Videokanal? Du sagst es ja, dass auch das gesehen werden wollen. Und dann kam diese Metapher, so wie ein Kind, das ein Bild gemalt hat und du willst es zeigen, du willst, dass die Leute sehen, hier, ich habe das Bild gemalt. Und so ein bisschen fühlt es sich so tatsächlich an. Du hattest diese Erfahrung gemacht, du hast schon auf dem Kanal darüber gesprochen, jetzt willst du auch deinem Lehrer darüber berichten. Ne? Und bei mir kam es so an, dass der Philipp nicht total uninteressiert war, ne? Aber er hätte ja jetzt auch fragen können, jetzt erzähl mir doch nochmal genauer, was du da erlebt hast und wie war das jetzt genau mit der Lehre und wer hat die Lehre erlebt. Ne? Aber für mich kam es so an, dass der Philipp gar nicht so sehr das wissen wollte und du schienst dann aus meiner Perspektive so ein bisschen enttäuscht zu sein und fragtest ihn, aber du hast doch auch Gipfelerfahrungen gemacht. Und er sagt, ja klar habe ich die Erfahrung gemacht. Und aber dann anstatt zu erzählen, ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du und das war vor 20 Jahren, so er hat gesagt, aber eigentlich ist mir das gar nicht mehr so wichtig, ne? Und dann am Ende kam dir dazu, dass er dir sagt, jetzt spür doch mal deinen Atem. Und das fand ich irgendwie, das ist schon richtig Zen, ne? Erzähl mir doch nicht von deiner Erleuchtung von vor 2 Wochen,
spür deinen Atem, ne? Komm doch mal wieder runter, ne? Ja. Also ich habe ja vielleicht auch das Glück gehabt. Ich komme ja aus einer Tradition, wo einem gesagt wird, also Sazen, die Meditationspraxis bringt dir gar nichts, noch nicht mal Erleuchtung. Und wir sitzen zwar intensiv, also in dem Kloster zum Teil 15 Stunden am Tag und das eine knappe Woche am Stück, aber hinterher oder auch währenddessen, in meiner Tradition, es gibt kein Doxa, ne? Also du triffst dich nicht mit dem Lehrer und könntest ihm dann irgendwas erleben. Und auch hinterher, ne? Also der Lehrer fragt dich nicht, und was hast du dieses Mal erlebt? Bist du weitergekommen? Das heißt, es wird nicht thematisiert, nicht verbalisiert, selbst wenn was passiert. Es wird nicht so an dieser Geschichte gearbeitet, an der vielleicht andere Leute sehr viel arbeiten. Wo bin ich jetzt auf der Leiter sozusagen, ne? Wenn mein Meister bei 100 ist, bin ich jetzt so bei 22 oder vielleicht schon bei 43. Wie viele Jahre dauert es noch, bis ich da bin, wo mein Meister ist, ne? Mir wurde immer gesagt, ne, sitz erst mal 10 Jahre und nach 10 Jahren noch mal 10 Jahre. Und wenn du 20 Jahre dabei warst, häng noch mal 10 Jahre dran. Und nach 30 Jahren, wenn du mit 20 anfängst, bist du 50. Das ist aber auch alles. Du bist also selbst nach 30 Jahren, erwarte keine Erleuchtung. Und ich habe das Gefühl, ne, also das war zumindest für mich sehr hilfreich, ne? Wenn ich Schülern begegne oder an Leute, die mich um Rat fragen, ne? Ich bin immer beruhigt oder denke mir Gott sei Dank innerlich, wenn mir jemand sagt, so wie du es gegenüber Philipp gesagt hast, ich bin eigentlich ein Meditationsversager. Ich denke dann immer, endlich einer, der es verstanden hat. Endlich einer, wo so ein bisschen die Lampe angegangen ist. Also das Schlimmste sind immer die, die sagen, endlich, endlich habe ich es erreicht. Ich habe. Oder was auch immer, ne? Also ich habe es gefunden. Ja. Erleuchtung, ne? Und wenn du denen sagst, ja, ich wäre mir da nicht so sicher, lass das mal los. Nein, 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 nein. Du hast es nur nicht verstanden, ne? Also du hast dieses Bild gemalt und du glaubst, du hast das tollste Bild der Welt gemalt. Und naja, gut, also normalerweise die Eltern sagen einem dann auch ganz toll, ne? Aber irgendwann mal, wenn man erwachsen ist und man will dann an die Kunsthochschule, und dann wird einem gesagt, nee, tut uns leid, aber das reicht nicht, ne? Und also ich fand das, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich fand das wunderbar, wo dich der Philipp so ein bisschen wieder runtergeholt hat und einfach gesagt hat, jetzt spür mal deinen Atem, vergiss doch diese Erleuchtung, ne? Schön und gut, ne? Also er hat das ja auch nicht bestritten, ne? Also er hat ja nicht bestritten, dass das eine tolle Sache für dich war, aber wenn es 4 Wochen zurück ist, dann ist es halt der Kaffee von 4 Wochen, und das ist inzwischen kalter Kaffee. Wie schmeckst du den Kaffee jetzt, ne? Beziehungsweise eben ganz einfach, und jetzt den Atem. Spürst du deinen Atem jetzt in diesem Moment, ne? Und im Zen und in vielen anderen Traditionen ist ja gerade der Atem die Übung, mit der man beginnt. Und manche denken, das ist doch eine Anfängerübung, ne? Aber im Grunde ist es auch die Königsübung, ne? Also immer, wenn du glaubst, jetzt müsste ich aber noch einen Schritt weiter gehen, ist es vielleicht Zeit, ne, wieder zurückzukommen zum Atem. Das heißt, als ich deine Geschichte gehört habe von dieser Erleuchtungserfahrung, ne, ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt eine, was weiß ich, Gipfelerfahrung so und so, ne, ob das jetzt der Mount Everest war oder ob das noch die Zugspitze war oder was da jetzt noch kommt, ne. Aber ehrlich gesagt, es interessiert. Oder der Elbtunnel Oder oder vielleicht ist es ja auch noch nur ein Tunnel, ne? Aber ehrlich gesagt, ne, also wie auch der Philipp gesagt hat, es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ne? ja. Es ist auch gar nicht so wichtig. Also wenn das eine Erfahrung ist, die dir Sicherheit gibt, ich bin auf dem richtigen Weg, dann war das natürlich eine gute Erfahrung. Aber anstatt jetzt sozusagen da ständig noch drin rumzurühren, ne, in dieser Sache von vor 2, 3 Wochen, was das gewesen sein könnte, ne, wichtiger ist, ja, und jetzt, ne, wie lebst du den heutigen Tag, ne? Ja. Beziehungsweise, ich glaube, du hast diese Woche, du hast am Donnerstag, du hast eine Operation, ne? Ich meine, das ist ja jetzt im Zen sprechen wir vom Koa, ne? Also eine Aufgabe oder sozusagen was, ne? Wie bereite ich mich auf diese Operation vor, ne? Wie spreche ich mit meiner Frau
vielleicht mit meinen Kindern darüber davor, ne, und was danach kommt, ne? Ist ja sehr viel wichtiger als diese Erleuchtungserfahrung, ne? Ja. Also, ja, ich sehe das auch so. Ja. Dieses Gespräch mit Philipp, und du hast recht, dieser Moment hatte was Ernüchterndes. Ja. Aber es hatte auch was sehr Haltendes und sehr Ja. Unterstützendes, weil ich ja Ja. selber schon gemerkt hatte, Ja. ich war auch schon wieder in der Bewegung nach unten. Ja. Also bildlich gesprochen. Ja. Und einfach der Hm. Atem ist wirklich dann, war auch für mich die Rückerinnerung an diesen Moment, wie ist es jetzt? Und Ja. immer wieder die Erlaubnis, da zu sein, wo ich jetzt bin und nicht, wo ich vor 2 Wochen war. Und Ja. Ja. das Bild, was du sagst, mit dem der Kaffee von vor 2 Wochen, der ist jetzt kalt. Das ist eine Ernüchterung, ja. Es ist irgendwie Ja. es ist ein super cooles, super. Es ist schon auch konfrontierend, nicht? Es Ja. ist auch konfrontierend für jemand, der aus so einer Erfahrung eine Art von neuer Ego-Identifikation zieht. Und in der Versuchung, ich bin jetzt, ich würde sagen, nee, ich bin nicht, überhaupt nicht frei von dieser Versuchung. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese 40 Jahre Weg oder auch innere Arbeit mich irgendwie auch vorbereitet haben, dass ich so ein Erlebnis eventuell nicht falsch verstehe. Ja. Andererseits kann ich jetzt in dieser konkreten Erfahrung sagen, es gab einen Moment vorher, dann passierte was und seitdem spüre ich bin anders. Das ist gar keine Frage. Und ich kann das auch benennen, weil ich ja so viel dran gearbeitet habe, kann ich jetzt sagen, es ist mehr Mut da, es ist weniger Zweifel, weniger Skepsis, weniger Misstrauen, es ist auch weniger Bequemlichkeit da, es ist mehr Tat, es ist mehr das rechte Handeln. Ich kann das alles benennen. Und was ich immer als eine Gefahr in mir auch über die ganzen Jahre gesehen habe, würde ich sagen, ist eine subtile Form von Eitelkeit. Eitelkeit. Ja, eine subtile Form von Eitelkeit, weil mir ist bewusst, dass das, was ich gerade erlebe, also dieses, ich gehe raus, es ist ganz einfach, ich zeige mich, entspricht genau meinem Ego-Ideal. Also ich bin immer wieder so, wie ich mir das über Jahrzehnte gewünscht habe, zu sein. Und da ist auch, und das ist ganz viel, das erlebe ich total authentisch, aber es ist immer die Gefahr, immer die Versuchung, es ein bisschen länger aufrecht zu erhalten, als es ist, ein bisschen mehr zu geben, ein bisschen eben dann doch auf die Erscheinung zu achten. Die Versuchung ist immer da. Und wenn dann jemand wie du oder wie jemand wie Philipp sagt, ja, geh doch jetzt mal, wie ist denn das jetzt eigentlich mit deinem Körper? Und ich bin natürlich dann höflich und sage, okay, ich gehe jetzt in den Körper, aber ein Teil von mir sagt, ich wollte doch noch, ich habe doch noch, also ich habe ja nicht nur da diese Erfahrung, ich habe ja dann danach noch mit meinem Vater gesprochen und das war ja auch ganz toll und so. Und das habe ich gespürt. Hast du auch richtig beobachtet. Da ich jetzt auch viel, ich kenne ihn natürlich, wir kennen uns lange, Philipp, und ich habe großes Vertrauen und deswegen folge ich auch. Ich folge ihm dann in dem Moment. Aber ich merke genau dieses Ding von, er will mir jemand was wegnehmen. Ja, ich will mein Bild behalten. Ich hab mein Lego. Ja. Sag mal, du hast noch einen Moment. Ich müsste auf Toilette, ist okay? Ja, klar. Ja, super. Ich Dann bin gehe ich gleich auch wieder. gleich. Ja, toll, ist Okay. super. Es freut mich total, dass wir hier sind. Das ist super. Du bist im Mute. Ich bin gemutet und Jetzt bist du wieder da, auch akustisch, genau. ja. Ja, das genau, also diese Ernüchterung.
Ja, ich sehe auch ich sehe den Wert da drin. Aber es ist harter Tobak. Es ist, das wollte ich dich fragen. Hast du auch sowas eigentlich erlebt, dass du, also jetzt, also dass du auch im Grunde so eine Ernüchterung, also dass du irgendwie, dass da irgendwas war und dachtest, oh ja, ich hab's, und dann kam eine Ernüchterung. Weil du sagst ja auch, dass ihr keinen Dokusan habt. Das ist eigentlich gar nicht so ein. Das finde ich interessant, weil mein Weg ist ja ein einziges Dokusan, sozusagen, ja, eins nach dem anderen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das ohne, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt geschafft hätte. Ich glaube nicht. Also so, wie war das? Also ich habe ja knapp 30 Jahre in einem Kloster gelebt mit dem Namen Antaiji und da gab es kein Doksan. Und wie gesagt, da würde man, also war jetzt kein Tabu, ne? Aber ich habe das eigentlich nie erlebt, dass Leute groß über ihre Erfahrungen bei der Meditation gesprochen hätten, auch mein Meister nicht. Und ich war ein Jahr in einem Rinzai-Kloster, das ist die Tradition, aus der auch der Dirk kommt und wo man täglich, oft mehrmals am Tag Doksan macht und an den sogenannten Koans arbeitet. Das ist jetzt aber anders als das, was du ein bisschen so geschildert hast oder auch den Austausch mit deinem Lehrer, den man sieht auf YouTube. Weniger so ein, also manchmal, es wirkt so ein bisschen auch so psychologisch, fast schon ein bisschen therapeutische Sitzung, sondern bei dem Doksan, oft sind sie sehr kurz und es geht immer darum, dich zurückzubringen auf den Boden. Also, was weiß ich, ne? Also ein Koan, wer ist diese Brille innerhalb oder außerhalb deines Geistes? Und als jemand, der auf dem inneren Weg ist, ist natürlich zunächst die Versuchung zu sagen, ja, innerhalb meines Geistes. Das ganze Universum ist innerhalb meines Geistes. Und dann klingelt die Glocke und du wirst rausgeschickt. Und beim nächsten Mal versuchst du es vielleicht mit, ja, außerhalb des Geistes. Das stimmt natürlich auch nicht. Ne? Und dann probierst du ja weder noch oder sowohl als auch. Das stimmt alles nicht. Ne? Und es geht bei diesem Koan, wie bei eigentlich allen Koans, darauf ja. Guck dir erstmal die Brille an. Was siehst du da überhaupt? Ne? Also komm in Kontakt mit dem, mit dem du die meiste Zeit deines Lebens den Kontakt verloren hast, seit du gelernt hast, ich zu sagen, seit du gelernt hast, dass morgen auch noch ein Tag ist. Ne? Also was ich sage, das Spiel spielen. Ne? Immer Punkte sammeln, sich vergleichen mit den anderen. Oder eine andere Metapher, die du wahrscheinlich auch hörst, ist die Karte. Ne? Wir sehen nie die Landschaft, weil wir ständig mit dem Verstand auf der Karte sind. Ne? Und ja, entweder die Brille ist innerhalb meines Geistes oder außerhalb. Wo ist die Brille? Ne? Und du siehst die Brille nicht mehr. Ne? Und du spürst deinen Atem nicht mehr. Du spürst den Körper nicht mehr. Du bist zwar die ganze Zeit im Hier und Jetzt, aber eben du merkst es nicht. Ne? Also das, worüber du auch schon gesprochen hast, eigentlich gibt es nichts zu erreichen, denn wir sind ja alle schon an dem Ort, um den es geht, nämlich hier und jetzt. Aber du musst das erstmal und du brauchst lange Zeit, um das zu erkennen. Ja, ich war immer da, wo ich hin wollte und das Einzige, was mich davon abgehalten hat, ist dieser Gedanke, aber es muss doch noch irgendwo um der Ecke, dieses mysteriöse hier und jetzt, es muss sich doch irgendwo versteckt haben. Ne? Und mein Meister, der hat es wahrscheinlich, ich brauche noch 10, 20, 30 Jahre, um dahin zu kommen. Nein, du bist schon da, aber, was du ja auch gesagt hast, aber es braucht doch eine gewisse Praxis, denn der Geist, im nächsten Moment ist er immer schon wieder weg. Ne? Und das Problem mit diesen Erleuchtungserfahrungen ist eben halt auch, dass du plötzlich schon wieder diese Erleuchtungserfahrung zu einem Punkt auf der Karte machst. Ne? Und jetzt bin ich da. Und jetzt habe ich endlich dies und das entwickelt. Ne? Und das ist zwar nicht falsch, ne, dass man sich weiterentwickelt, ne? Aber es geht ja weniger darum, ne? Und was war das jetzt? Und was ist der nächste Schritt? Sondern wo stehe ich mit den Füßen? Ne? Also zurückzukommen in die Landschaft. Ne? Und das ist auch der Punkt bei den Doxern. Aber wie gesagt, ne? Also da hat es mich gefragt. In meiner Tradition, in der ich die meisten Jahre verbracht habe, ne, da gibt es kein Doksan. Ich hatte einmal im Jahr in der Regel ein zweistündiges Gespräch mit dem Meister, in der Regel so um diese Jahreszeit, am Jahresende. Und als ich dann nach 10 Jahren im Kloster plötzlich selber der Abt war,
habe ich natürlich auch diese Tradition fortgesetzt. Ne? Dann, wenn Leute zum ersten Mal gekommen sind, habe ich ein längeres Gespräch mit ihnen geführt und dann einmal im Jahr. Also verglichen mit Doxern gar nichts, ne? Einmal im Jahr. Aber auch bei diesen Gesprächen, es ging dann oft um weniger um so psychologisch, wie weit bist du jetzt gekommen in dem einen Jahr und wo glaubst du, dass du jetzt, wo deine nächste Aufgabe ist, sondern eher, da ist einer verantwortlich für die Hühner und dann eben, wie geht's den Hühnern, ne? Wie viele Eier legen die, ne? Und wenn es weniger sind als normal, woran könnte das liegen, ne? Oder wie wächst der Reis in den Reisfeldern, ne? Geht es dem Reis gut, ne? Also oft genau die umgekehrte Richtung von dem, was man erwartet. Ne? Man ist ja nicht ins Kloster gegangen, um sich um die Hühner zu kümmern oder um Reisanbau zu lernen, sondern man ist ja auf dem inneren Weg. Also das Wort innere Weg ist, ich bin so ein bisschen allergisch, weil zumindest in meinem Fall war es so, bin immer noch relativ introvertiert, aber ich war früher extrem introvertiert. Ich war immer so nach innen gerichtet und mir hat das Zen hat mir die Augen nach außen geöffnet. Ne? Es gibt eigentlich nichts da draußen, was nicht mein Weg wäre. Ne? Ich hatte immer diese Vorstellung, das ist was nach innen gerichtet. Ne? Ich kümmere mich jetzt zwar um die Hühner vielleicht, wenn ich für die verantwortlich bin, aber der Dharma ist ja woanders. Der ist ja irgendwo in der Höhe oder in der Tiefe oder wo auch immer. Und meine Erfahrung ist, eine Aufgabe des Lehrers ist, dir deine Augen auf die Hühner zu richten, zum Beispiel. Ne? Oder und wie geht's dem Reis in den Feldern? Und das war für mich immer sehr viel lehrreicher als irgendwelche psychologischen Gespräche mit dem Lehrer. Ne? Also die Arbeit. Ne? Und das ist im Kloster oder überhaupt im Zen relativ wichtig. Also Sammu nennen wir das auf Japanisch. Ne? Gemeinsam arbeiten und eben wichtig insofern, weil das einen zurückbringt, ne? Erdet. Du kennst diesen Spruch, ne? Wenn du gegessen hast, wasch die Schalen. Und ist die Schale auch wirklich sauber, ne? Und wenn du die Schale gewaschen hast, dann tu sie zurück an ihren Platz, ne? Und dann überleg dir, was es zum Mittagessen geben wird, ne? Wer schneidet die Mohrrüben? Das ist schön, was du sagst. Ich habe mich gerade so gefragt, ich glaube, der und also etwas, was wo ich dann vielleicht einen Unterschied oder was anderes sehe, ist, dass ich mich auch, also ich auf meinem Weg geht es auch darum, die Tasse nur zu waschen und den Tee nur zu trinken oder wir haben auch eine Praxis, die heißt meditatives Tun. Also wo man dann zum Beispiel eine Heizung sehr langsam reinigt für eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, der Unterschied oder etwas, was für mich so hilfreich war, ist, dass ich das tue, aber danach kann ich auch mit jemandem oder mit Weggefährten darüber sprechen, was mich eigentlich davon abhält. Was hält mich eigentlich davon ab, jetzt nur mich mit den Hühnern zu beschäftigen? Warum werte ich das eventuell sogar ab und denke, das ist nicht wichtig? Ja? Wo bin ich eigentlich? Oder und das hat mir, war für mich immer eine große Unterstützung, das auch benennen zu können. Ja, Hühner sind für mich etwas Niederes und ich möchte gerne etwas Wichtiges tun, also vielleicht Eitelkeit. Oder es kann auch sein, ich habe Angst vor denen. Da ist ein Hahn. Die sind irgendwie unberechenbar. Also, und das hat mir, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, ja, sodass dann ganz klar ist, dass die Arbeit mit den Hühnern eine innere Arbeit ist für mich. Aber eben, ich würde sagen, wir machen es dann auch explizit. Und wir schauen dann wirklich, ja, was ist es denn eigentlich? Wo möchte ich denn so gerne sein? Also so, oder was, ja, oder was finde ich denn, oder es kann ja auch was Positives sein, ne? Warum, oder wie mein Freund Thomas in dem Gespräch eben sagte, er sprach da, dass er auf einem so einem biologischen Hof eben gearbeitet hat im Rahmen seines inneren Weges und er wollte jetzt mit dem Trecker eben jetzt die Ernte ausbringen, weil morgen regnet es. Das wollte er unbedingt. Und dann schaute er auf den Plan und da stand Thomas Klo putzen.
Und dann musste er 10 Tage das Klo putzen. Und dann plötzlich, als er damit durch war, stand er wieder Trecker fahren. Aber das finde ich interessant, dass du sagst, da ist dieser Prozess in der normalen Welt. Da ist eine ganz normale Welt, aber die findet im Kloster statt, das heißt, oder im klösterlichen Umfeld. Das heißt, es ist auch klar, das ist auch nicht die normale Welt. Also da geht es um mehr. Und wir machen das explizit, dass es um mehr geht. Also wir machen explizit, es geht um mehr. Und was steht dem im Wege? Das ist eigentlich die Arbeit. Und du sagst, du hast tatsächlich das gemacht, aber es fand überhaupt nicht quasi. Ich finde es so interessant. Wie passierte in dir denn oder wie ist diese Entwicklung gelaufen in dir, dass dir klar, dass du auch wie gewachsen bist an dem Ding und nicht irgendwie, man kann ja auch auf Automatik umschalten und sagen, okay, dann mache ich jetzt die Hühner und dann vergisst man am Ende, dass man im Kloster ist und dann, also, weißt du, was ich meine? Wie ist es da bei dir dann gelaufen? Ich würde jetzt sagen, mein Gott, du hattest ja gar keine Unterstützung. So, ja, du warst ja ganz allein, so, nur mit dir, vielleicht und deinem Geist, so. Und das ist ja oft nicht so gut, wenn wir da mit dem, ja, also, wie hast du das überhaupt, also wie konntest du daraus so viel ziehen? Ist das von selber gekommen oder wie konntest du überhaupt zu Erkenntnissen kommen, dass es darum geht, auf den Boden zu kommen? Ja. Naja, du bist allein in der Beziehung, dass es keine bestimmten Zeiten gibt, wo man dann den Lehrer trifft und mit ihm über diese Dinge, die du eben genannt hast, sprechen könnte, ne? Aber man ist natürlich im Kloster nicht allein. Man arbeitet mit anderen zusammen. Da wird der Tagesplan besprochen. Es wird gesagt, was gemacht werden muss. Und allein fühlst du dich höchstens dann, wenn du sagst, ja, aber das Wichtige ist doch die innere Arbeit, ne? Und warum gibt es da jetzt keine Anleitung, ne? Aber im Zen würde man vielleicht sagen, es ist genau diese Idee, ich muss doch jetzt aber noch diese innere Arbeit leisten, die dich abhält davon, wirklich hier zu sein, geerdet zu sein. Es ist ja, oder ich will jetzt nicht schlecht über all die verschiedenen Möglichkeiten reden, die es da gibt, geben könnte von innerer Arbeit, ne? Aber im Zen würde man sagen, der direkteste Weg zu erden ist, du vergisst die innere Arbeit und zum Beispiel, du sagst, es ist ein Heizkörper ganz langsam zu machen, ne? Ich kenne das auch im Zen. Manchmal wird das so gemacht, ne? Ganz langsam, damit du besonders achtsam bist, ne? Aber was ich dann in Antaiche gelernt habe, vergiss das mit dem Achtsamsein. Konzentriere dich ganz auf den Heizkörper und oft geht es schnell besser, du musst es schnell machen oder wenn du in der Küche bist. Es muss oft dann ganz, ganz schnell gehen, wenn das Essen um 12 auf dem Tisch sein muss, ne? Und am Anfang denkst du, ja, aber dann kann ich doch nicht so achtsam sein, wie ich will. Aber es ist ja genau das, was dich immer so ein bisschen in der Distanz hält. Ich will jetzt ganz genau beobachten, wie fühle ich mich beim Kochen oder was hindert mich. Aber wenn dann plötzlich keine Zeit mehr ist, hast du gar keine andere Wahl, als da zu sein beim Kochen am Herd. Das heißt, in meinem Fall, da war keine große Erklärung, aber es hat mir sehr geholfen, dieser praktische Bezug. Ne? Um 12 muss das Essen auf dem Tisch sein. Und wenn du es nicht kochst, ne, ist es nicht da. Ne? Also du bist heute der Koch, ne? Oder du machst heute den Traktor oder du machst heute das Klo. Und ja, was du gesagt hast, ne? Aber was hindert mich daran? Warum will ich das nicht? Ist zwar auch eine interessante Frage, aber auf meinem Weg wurde das so nie thematisiert, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch länger gebraucht hat in meinem Fall oder ob es in meinem Fall hilfreich war. Ich persönlich habe das Gefühl,
dass es eher für mich hilfreich war, dass dann nicht immer auch, obwohl da Widerstände sind, mich nicht zu fragen, wo kommt denn das jetzt her und wie fühle ich mich mit dem Widerstand, sondern egal, ob da jetzt ein Widerstand ist oder nicht, mach einfach. Würdest du sagen, ist der Unterschied sozusagen von einer ganz normalen Arbeit in der Küche, wie du sie erlebt hast, muss schnell gehen. Und eben, also was macht das denn anders im Kloster? Als man könnte es ja auch, das machen ja ganz viele Menschen, die sind ihr Leben lang, arbeiten sie in der Küche, es geht schnell, schnell, schnell. Und sie kommen eventuell nirgends hin, sondern sie sind eigentlich immer an der gleichen Stelle. Wie geschieht eigentlich dann, wie soll man das nennen? Wie geschieht eigentlich dann wirkliche Entwicklung oder Transformation? Was ist der Unterschied, ne, zwischen im Kloster in der Küche um 12 Uhr das Mittagessen auf den Tisch zu bringen und bei McDonald's den Big Mac, ne, so schnell wie möglich da zum Fenster rauszureichen? Ja, Meistens gute nicht. Frage, ne? Eine gute Frage. Ich glaube zum großen Teil, dass das bringt. Das muss die jeweilige Person mitbringen ins Kloster. Du hast ja deine Frage, irgendwas bringt dich dahin. Du hättest auch bei McDonald's arbeiten können oder als Programmierer, so wie du. Es hätte tausend andere Möglichkeiten gegeben, aber irgendwas sagt dir, oder mir in dem Fall, ne, da ist irgendwas Ungelöstes oder aus irgendeinem Grund, ich will ins Kloster. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Alle deine Freunde machen eine Karriere und du leerst Du, da die Klogruben. ja, aber du machst jetzt ja auch Und Karriere, genau. ich mache jetzt, aber das wusste ich ja nicht, ne, Nee, dass ich ich dann weiß. später mal auf YouTube, also, aber was Ja, heißt Karriere, ne? Also klar. sobald du 1000 Abonnenten hast, bekommst du auch ein bisschen von den Werbekosten, ne? Aber es ist sehr überschaubar. Also es ist sehr überschaubar. Aber das Bedürfnis gesehen zu werden, ne? Wird natürlich befriedigt hier auf YouTube, ne? Aber also es ist nicht die Karriere, die man sich so vorstellt. Und ich meine, diese YouTube-Karriere, die habe ich auch erst seit ein paar Jahren, ne? Also du hast ein bestimmtes Bedürfnis, das bei McDonald's nicht befriedigt werden würde. Aber dann besteht halt diese, wie sagt man, die Lehre des Meisters, der natürlich weiß, dass du auf der Suche bist nach Erleuchtung oder was auch immer, dir sagt, ich möchte, dass du bis um 12 das Mittagessen kochst. Das möchte der Chef von McDonald's auch. Ja, wo ist der Unterschied? Ich meine, ein Unterschied ist natürlich, dass der Lehrer im Kloster dir nicht nur sagt, du hast das Essen auf den Tisch zu bringen, sondern er sitzt 2 Stunden morgens mit dir, 2 Stunden abends. Und da kommt es natürlich auf Effizienz und Schnellsein gar nicht an. Da wird dann wieder nicht drüber gesprochen, was das bringt, ne? Sitz einfach nur, ne? Sitz einfach. Aber ich glaube, es ist diese Zeit der Stille, ne? Also 2 Stunden morgens, 2 Stunden abends, die Arbeit einrahmen oder auch das gemeinsame Essen, die viel bewirken. Warum das so ist, ne? Und ob man das Ganze ja beschleunigen könnte durch eine gewisse auch psychotherapeutische Arbeit, ne? Oder manche Leute sagen ja, die richtigen Drogen in der richtigen Dosierung, die könnten das alles sehr viel beschleunigen. Du brauchst gar nicht 30 Jahre, das zu machen. Du könntest das auch 3 Jahre machen, in 3 Jahren oder vielleicht noch kürzer, ne, wenn du die richtigen Drogen nimmst. Ich habe es nicht ausprobiert, insofern kann ich es nicht sagen, ne, aber die Metapher, die da immer gerne verwendet wird, ja, die Drogen bringen dich hoch auf den Gipfel, ne, aber es geht ja auch darum, wie du runterkommst wieder, ne?
wieder runterbringst, wieder runterkommst von dem Berg, ne? Und das ist etwas, was dann eben durch diese geerdete Praxis im Kloster geleistet wird. Gerade wo du das gesagt hast, mit dem, du hast ja auch einen Moment so innegehalten und hast so gefragt, ja, wie, was ist eigentlich der Unterschied? Und da spürte ich, und dann hast du es mit dem, noch bevor du das mit dem morgens und abends sitzen gesagt hast, spürte ich irgendwie eine Weite. Oder da war irgendwas, eine Ernst, da war irgendeine Art von Ernsthaftigkeit. Und dann war mir plötzlich, irgendwie war mir klar, ach so, das geht auch ohne Worte. Und trotzdem ist der Meister da. Also, und das ist nicht unwesentlich, dass er da ist. Und es ist gar nicht so wesentlich, was er tut. Er ist trotzdem da. Und ich würde jetzt bezogen auf dieses Beispiel mit McDonald's, würde ich sagen, natürlich kann derjenige, ich sag mal ganz salopp, natürlich kannst du bei McDonald's erwachen. Aber ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass es nicht passiert. Und ich kann mir, und ich aus meinem Weg würde ich sagen, für jemand, der bei McDonald's arbeitet, wäre das ein Segen, wenn er abends mit zwei anderen, der eine arbeitet als Entwickler und die dritte ist Kinderkrankenschwester, wenn die zusammensitzen und er erzählt einfach, wie der Tag war bei McDonald's und was eigentlich innerlich passiert ist. Und die anderen tun das auch. Und das ist gar nicht so eine psychotherapeutisch, das ist auch ein Aspekt. Aber da geht es nicht um Entwicklung, da geht es nicht um mich zu verbessern, sondern da geht es eigentlich nur um ein Bewusstwerden oder auch ein Mitgefühl mit mir selbst, zu merken, dass ich ja nicht nur bei McDonald's arbeite, sondern dass da ja noch mehr passiert. Und dann, glaube ich, kann auch McDonald's ein Weg sein. Aber wenn du da keinen Lehrer hast, so wie wenn man im Kloster ist, ich glaube, dass man dann in irgendeiner Form eine Unterstützung braucht. Also, außer du hast echt, also das es ist nicht ausgeschlossen, aber ich würde es mir zumindest wünschen oder ich habe davon profitiert, weil sonst hätte ich mein Leben damit verbracht, tolle Softwareprogramme zu machen. Ja, weil das kann ich wirklich gut, das kann ich richtig gut. Aber ich hätte auch gar nicht bemerkt, Moment mal, in diesem Programm programmiere ich ja meine eigene Ego-Struktur, weißt du? Ja, also mir wäre gar nicht plötzlich, mir ist irgendwann aufgefallen durch die innere Arbeit, Moment mal, meine Programme, die ich schreibe, die sind ja total sicher, total verlässlich. Da geht ja nichts schief, keine Fehler. Und mir war klar, ja, das ist mein Geist. Und aber meine Entwicklung ist eigentlich eher, geht eigentlich in Richtung mehr Loslassen oder mehr auch das Chaos zulassen. Das wäre mir sonst eventuell gar nicht aufgefallen, weißt du? Aber lass dich erstmal deine Ohren wieder. So, jetzt wieder gut? Ja. Ja. Macht das akustisch einen Unterschied? Nee. Ich glaube, du hast auch sowas im Ohr. Macht keinen Unterschied, ne? Nee, Akustik, nee, ich habe das, ich höre dich hier, ich habe dich hier im Knopf, als Knopf im Ohr. Und du siehst jetzt, also das wäre für mich so der Unterschied, ja. Ich sehe jetzt komisch aus, ne, Ja, du mit siehst ein bisschen komisch aus, aber das ist auch dem. total, ich sehe auch komisch aus. Also die, das, also sagen wir mal, wenn ich, egal wo ich arbeite, ja, für mich war es super wichtig, auch einen Raum zu haben, wo ich tatsächlich explizit darüber reflektieren kann, was ist eigentlich, was passiert da eigentlich wirklich? Ja, weil man könnte ja denken, da wird Software gemacht. Ja, aber ich habe immer erlebt, da passiert noch viel mehr. Ja, da passieren Wahnsinnsausweichbewegungen, Wahnsinnsbemühungen, Wahnsinns alles. Und ich weiß nicht, ja, wenn ich jetzt, aber ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich im Kloster sein würde
und da dann entwickeln würde, Software für das Kloster, die Website für das Kloster, aber morgens und abends sitzen würde, ja, könnte sein, dass das funktioniert, ja. Also in deinem Fall hat es ja funktioniert. Dir sind ja auch Dinge klar geworden. Deswegen, wenn heute jemand zu dir kommt und du sagst vielleicht nichts, aber du hast ja selber auf die Hühner aufgepasst, oder? Und Ja. weißt, dass das was Besonderes ist, sozusagen. Und nicht so. Naja, also zum einen ist da dieser Rahmen im Kloster, zum anderen also bei McDonald's oder bei anderen Arbeiten. Es kommt ja darauf an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ware oder die Dienstleistung, nach der der Kunde gefragt hat, da ist. Ne? Der Big Mac und die Pommes frites, die müssen dann da sein. Ne? Aber wie du es tust, ist ja zweitrangig. Ne? Solange das Bestellte in der notwendigen Zeit geliefert wird, sagt keiner was, die Leute sind zufrieden. Und im Kloster, ich habe gesagt, ja, um 12 muss das Essen auf dem Mittagstisch sein, ne? Aber es wird eigentlich immer auch wieder daran erinnert, du musst die Sache ganz machen, ne? Du musst sie ganz machen. Und selbst wenn du sie sozusagen richtig machst, du hast um 12 das Essen auf dem Tisch, wenn du es nicht mit ganzem Herzen machst, da würde dich auch jemand dran erinnern, ne? Wobei dieses mit ganzem Herzen machen halt was anderes ist, so als auf der Metaebene. Also du sprachst so ein bisschen davon, also angenommen, da ist einer, der bei McDonald's arbeitet, andere als Programmierer und dann ein Dritter, ne? Und die kommen dann abends zusammen und reden so ein bisschen über ihren Tag und reflektieren. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch eine interessante Idee von innerer Arbeit, aber für mich, der jetzt aus dieser Zen-Tradition kommt, ist da schon wieder diese Metaebene, ne? Und für mich geht es eher darum, runterzukommen von dieser Metaebene. Wie war mein Tag? Was bedeutet das für mich? Wo sind die Widerstände? Wo du es ganz machst, aber eben nicht, um den Kunden zufriedenzustellen, sondern du bist eben ganz drin in der Sache. Und da ist keiner mehr da oben, der das dann noch reflektiert, beurteilt, guckt, wo könnten noch Widerstände sein, sondern du bist der ganze Mensch sozusagen am Herd beim Kochen. Aber Und ich glaube, bei. wer erinnert dich daran, es ganz zu machen? Wer erinnert dich daran, bei McDonald's es vollkommen ganz zu machen? Das Ja, ist bei McDonald's reicht es, wenn ja. es nicht allzu spät ist, ne? Wenn die Pommes frites noch heiß sind und der Kunde ist zufrieden, ne? Ja. Und im Kloster, da hast du halt Weggefährten, die dich immer wieder dran erinnern, oder zur Not musst du dich auch selbst ab und zu mal wieder dran erinnern, warum mache ich das hier eigentlich, ne? Bei McDonald's würdest du dir auch keine goldene Nase verdienen, aber bei den meisten Jobs außerhalb des Klosters, du verdienst noch was, ne? Und im Kloster, selbst nach 10 Jahren, nach 20 Jahren als Abt, hast du immer noch kein Gehalt. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Und das ist eben eine Erinnerung. Ja, du kriegst nichts dafür, tu es wenigstens ganz. Also das Loslassen, ne? Praktiziertes Loslassen, ne? Ja. Und der Unterschied zu den meisten Jobs ist so ein Give and Take. Ne? Ich mache das, ich habe das geliefert und jetzt bekomme ich das und das. Und um 5 oder um 6 habe ich Feierabend und dann genieße ich das richtige Leben, das ja erst anfängt hinterher. Ne? Und im Kloster ist klar, in dem Moment, wo du aufstehst, bis du ins Bett gehst, egal was du tust, das ist die Zeit deines Lebens. Es könnte dein letzter Tag sein. Ne? Und du arbeitest nicht, um dann später zu leben, sondern die Arbeit ist dein Leben. Und das Sitzen davor und danach gehört natürlich auch dazu, ne?
Aber ja, daran wird man im Kloster von Weggefährten und vom Lehrer erinnert. Also Ja. ohne die wäre es tatsächlich schwer bis unmöglich, denke ich mir, ne? Ja. Eigentlich ist das, was ich sage, genau dasselbe. Es ist Ja. halt, es wird halt nicht so explizit gemacht, Ja. aber wenn du sagst, du wirst erinnert von einem Weggefährten, vielleicht nur Ja. durch einen Blick oder Hm, nur vielleicht durch eine Geste oder so, ja. Ja. Aber du weißt eben auch, oh ja, okay, ich verstehe, ja. Und es ist dann nicht nur eine Geste, sondern es ist eine Erinnerung, genau. Ja, Und ja. ich habe das Gefühl, innere Arbeit ist nur eine Erinnerung. Egal wie die ist. Also egal. Ich würde das auch als eine innere Arbeit. Das ist auch eine innere Arbeit. Oder genau, also so erlebe ich das jedenfalls. Es geht nicht ohne den Lehrer. Es geht nicht ohne die Weggefährten und es geht auch nicht ohne eine Lehre, die, also ein Lehrgebäude oder was auch immer. Und dann ist es auch egal, was du machst. Also, ja, was du im Außenland tust. Du sagst es, es geht nicht ohne ein Lehrgebäude. Ja, also ich habe irgendwie so das Gefühl für mich, also wie wir hatten ja jetzt Lehrer und Sangha, also Gemeinschaft. Und mir kam dann eben noch das Dritte, eben die Lehre. Ja. Und vielleicht ist die gar nicht so im Vordergrund, weil vielleicht wird gar nicht darüber gesprochen. Habt ihr auch gar Ja. keine Vorträge? Ihr habt gar nichts, kein Teaching in dem Sinne, also keine Lehre im Kloster, also dass du als Abt auch mal was, irgendwie 10 Minuten oder eine Viertelstunde was sagst, sowas habt ihr gar nicht. Es wird im Zen gerne runtergespielt, ne? Die Lehre mit Worten. Aber es ist schon so, ja, die gibt es natürlich, ne? Es gibt auch haufenweise Schriften, auch wenn Ja. im Zen immer wieder gesagt wird, die Lehre findest du nicht in den Schriften. Viele Meister haben viele Schriften hinterlassen. Ich habe ja selber Bücher geschrieben, ne? Also in Antaich, in dem Kloster, war es so, dass der Abt in der Regel einmal im Monat einen Vortrag gehalten hat. Das ist sehr viel wenig verglichen mit irgendwelchen indischen Gurus, die täglich 2, 3 Stunden da Genau. locker reden, ne? Also verglichen damit ist es wenig, aber da ist durchaus 1 Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden im Monat. Und das war eine Besonderheit in diesem Kloster, ist eher eine Ausnahme, dass es alle 5 Tage eine Studiengruppe gab, wo nicht der Lehrer vorgetragen hat, sondern der Reihe nach die Klostermitglieder an einem Tag dann über einen Text gesprochen haben, was bedeutet das für mich? Und versuchen, diesen Text zu erklären, eben nicht nur textkritisch, sondern was bedeutet das in meinem Leben? Was bedeutet das für meinen Alltag, ne? Und das ist dann tatsächlich etwas, was so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du gesprochen hast, ne? Dass man eben ja, reflektiert über die Praxis, was mache ich hier eigentlich, ne? Und eben nicht nur alleine darüber reflektiert, sondern dann ist ein Austausch hinterher, dann wird darüber diskutiert, es können Fragen gestellt werden. Also, das ist tatsächlich da, ne? Also, als ich hörte, du sagtest Lehrgebäude, zuerst so als Zen-Typ, ne, würde ich sagen, um Gottes Willen, es geht auch darum, diese Lehrgebäude zu zerstören. Aber das ist tatsächlich etwas, was da ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zum Advaita, obwohl die im Zen sind wir sehr locker, was Regeln und auch Gebote angeht. Aber die gibt es natürlich auch, ne? Es gibt ethische Regeln, es gibt Gebote, es gibt ja die kleinsten Regeln, mit welchem Fuß man zuerst die Halle betritt und so weiter, ne? Ja. Was ja eigentlich total egal ist. Du bist immer im Hier und Jetzt, ne? Und die Lehre, die interessiert sich doch da gar nicht dafür, ob du mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß zuerst in die Halle gehst, ne? Aber diese Regeln sind natürlich auch etwas, was dich immer wieder zurückbringt. Und mit welchem Fuß bin ich jetzt zuerst reingegangen, ne? Also ja, da hast du wahrscheinlich recht, ne? Die Lehre oder dass da Worte sind, Schriften sind, ein Vortrag, an dem man sich auch immer wieder orientieren kann.
oder orientieren kann. Oder oft ist ja auch die Rolle des Vortrags, dass er Dinge wegnimmt, ne, oder Konzepte zerstört, ne? Aber ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch wichtig, ne? Ja. Ja, ich fand, als du das eben sagtest, dass dann auch reihum jemand darüber spricht, wie dieser Text, wie er den versteht und was er für ihn bedeutet. Also auch jenseits von irgendwelchen nur Ja. intellektuellen Dingen, sondern ganz praktisch. Ich würde das also nicht nur im weitesten Sinne, ich würde sagen, das würde ich als innere Arbeit bezeichnen, als Erkundung. Ja, auch wenn es nicht so genannt wird. Und wir nennen es so, ja, also da bei uns ist es wie Teil des Rituals, weil ne, nach einem Vortrag, normalerweise, wenn nach einem Vortrag, wenn du einfach dann weggehst, ja Ja. gut, dann das heißt ja nicht, dass nichts passiert. Du nimmst es nach innen, da passiert was. Aber also in meiner Erfahrung ist es gut, wenn alle die Chance haben, das zu verdauen, auch indem sie darüber sprechen. Nicht indem sie, es ist keine mentale Beschäftigung, es ist Ja. eher eine ganz körperliche Beschäftigung. Und dieses verdaut. Und auch damit darüber dann reflektiert, was heißt das eigentlich für mich? Was ist dann eigentlich, Ja. und was heißt das eigentlich für den morgigen Tag, wenn ich wieder bei McDonald's stehe? Ja, weil das ist ja mein Job und so. Weil das ist wichtig. Deswegen die Sache mit den Hühnern, was du, das finde ich so wichtig. Weil wir können da eine Woche im Retreat, und ihr gebt ja auch Retreats, da kommen ja auch Leute hin und machen vielleicht ein Retreat oder du machst ja auch Ja. Sessions, du machst ja Sessions auch, ja, Ja. mit Dirk zusammen und Ja. oder alleine. Und ja, natürlich ist es eine besondere Zeit. Das ist eine Auszeit, das ist eine geschützte Zeit, das ist ein Retreat halt. Aber um den geht es nicht. Ja. Und deswegen ist es so toll, wenn man den Retreat auch so gestaltet, finde ich, dass darin dann auch um 12 Uhr das Essen fertig sein muss. Also das finde ich dann schon auch eine gute, also ja. Und ihr habt ja auch dann bei diesen Sessions immer auch diese Frage-Antworten, ne? Habt ihr ja auch. Oder ist das bei YouTube, was man da sehen kann, nicht Teil des Sessions, sondern irgendwas anderes? Du meinst wahrscheinlich das, was ich gemeinsam gemacht habe mit dem Dirk, ne? Ja. Genau, wo Leute Fragen stellen Ja. und ihr sitzt vorne und das finde ich auch immer sehr irgendwie entzückend, dass ihr ja nur ein Mikro habt und es ist nicht so perfekt. Weißt du, so bei den Satsangs heutzutage, ne, da hat der Lehrer dann auch ein Headset und sitzt vorne und dann gibt es im Raum diverse Mikrofone, die rumgehen. Ja. Vielleicht auch noch sogar viele Kameras, dass man das auch gut zusammen. Da bist du. Ja. Hallo. Hallo. Mal sehen, ob es wie lange das jetzt Ja, funktioniert, das sieht sehr gut aus, sieht sehr schön aus. Naja, ja. also viele Mikrofone, also ihr sitzt vorne, genau. Ich habe jetzt auch verschiedene Kameras. Ja, genau, du bist natürlich schon relativ fortschrittlich. Also ist schon, nee, genau. Und genau, ist das Teil des Sessions, was man da sieht, diese Frage-Antworten, oder ist das etwas Besonderes, oder? Das ist ein besonderer Stil. Also der Dirk nennt das Talk Sessions. Das sind 3 Tage und bei den normalen Jetzt Sessions, musst du wieder aber wechseln. Du musst wieder wechseln. jetzt wechsle ich wieder. Okay, das war ein Versuch, aber er hat nicht geklappt. Also bei Ah, einem super. normalen Session beim Dirk, da hat er, ich glaube, es sind 3 Mal am Tag Doksan. Ja. Und es gibt auch fast jeden Tag oder so einen Vortrag am Vormittag. Aber diese Fragerunden gibt es nicht, ne? Und bei den Talk-Sessions, da gibt es das Doxa nicht, also das 1-zu-1-Gespräch. Aber dafür eben diese Fragerunden, die wir dann auch aufgenommen haben, die man bei YouTube sehen kann, ne? Das ist, glaube ich, sogar das Mikro, das ich jetzt in der Hand halte, das da rumgegangen ist. Ja, genau. Und das ist eher ungewöhnlich im Zen, ne, dass da vor versammelter Mannschaft Fragen gestellt werden. Also nicht super ungewöhnlich, ne, aber eher ungewöhnlich, ne, was man eher
findet, ist das Doxan, also 1:1. Und das eben besonders im Rinnsal, wo der Dirk herkommt. In meiner Tradition ist das auch nicht so sehr Stil. Ne? Also was wir da im Kloster hatten, waren diese Diskussionsrunden, aber eben nicht, dass der Meister gefragt wurde, sondern dass gemeinsam miteinander diskutiert wurde. Ja. Ja, ich würde sagen, diese Talk-Sessions, was du jetzt sagst, das kommt dem schon ziemlich nahe, was mein Weg ist. Also ich würde sagen, was wir haben, sind Talk-Doku-San-Arbeitsgruppen-Sessions. Weil in jedem Retreat, den wir haben, gibt es Vorträge, es gibt Meditation, es gibt Fragen und Antworten, genau in diesem Setting, was ihr da macht. Es gibt die Doku-Sans, also es gibt auch Einzelsitzungen mit dem Lehrer, mit meinem Lehrer. Und es gibt aber auch Kleingruppenarbeit, wo es dann explizit Prozessarbeit ist. Aber, und der Rest ist eigentlich dann so ein Talk-Inquiry-Session. So kommt mir das vor. Deswegen konnte ich zu dieser Frage Antwort. Da konnte ich halt, hatte ich auch einen großen Bezug. Das war ja auch das erste Video, was ich gesehen habe da, ja, von euch. Und naja, wie geht es dir, wenn du da dann vorne sitzt und es kommen die Fragen? Oder was spürst du da als deine Rolle? Also so, oder wie ist das? Da kommen ja alle möglichen Fragen, ne? Werden da Da gestellt. kommen alle möglichen Fragen, genau, hast du ja gesehen, ja. Da ist ja ein gutes Dutzend, was man auf YouTube sieht, ne? Ich glaube, man sieht alle Fragen, ne? Also ich habe da keine rausgeschnitten, ne? Und ja, keine Ahnung, also ich habe da keine besondere Vorstellung, was jetzt meine Rolle zu sein hat. Du siehst Niklas. das ja auch oft manchmal bei den Fragen, da gucken der Dirk und ich jetzt uns gegenseitig an, wer von euch hier kannst du das machen, ne? Schieben uns gegenseitig so ein bisschen das Mikro zu. Ich mache das so wie eigentlich auch auf meinem YouTube-Kanal, ne? Ich sage dann einfach so, was mir in den Sinn kommt dazu, ne? Was mir einfällt zu der Frage, wie ich die verstehe. Eine beliebte Antwort von mir ist ja auch, also weniger vielleicht bei diesem Talk-Session, obwohl ich das wahrscheinlich auch so machen, aber ich mache das ja bei YouTube immer wieder zu sagen, das ist deine Frage, ne? Es ist deine Frage und erwarte jetzt nicht von mir die Antwort, sondern stell dich deiner Frage. Das ist eine wichtige Frage, aber jetzt geh da rein sozusagen, ne? Stell dich der Frage. Und oft ist ja die Antwort sehr viel weniger interessant, die Antwort, die dir irgendein Meister geben könnte oder die in irgendeinem Buch steht, als sozusagen, was du die innere Arbeit nennen würdest, sich der Frage zu stellen und an dieser Frage zu wachsen, sozusagen. Und das ist natürlich eine Antwort, die man auf fast jede Frage geben kann als Lehrer, die einem das Leben als Lehrer auch sehr einfach macht. Aber man muss natürlich auch immer wieder von Neuem erklären, warum das so wichtig ist. Ne? Also nicht einfach, das ist deine Frage, jetzt stell dich deiner Frage, basta, nee, der nächste bitte, sondern warum diese Frage wichtig ist und warum es wichtig ist, sich diese Frage nicht von einem anderen abnehmen zu lassen, sondern ja, diese Frage. Ne? Und der Dirk. Also wir verstehen uns sehr gut und da gibt es auch viel, was uns verbindet, aber er ist dann auch wieder ein ganz anderer Typ. Ne? Also wenn ich dann mein Ding da gemacht habe, oft nimmt er sich dann das Mikro und beleuchtet dann das von einer ganz anderen Seite und das ist dann auch wieder wichtig. Ne? Oder wir machen es umgekehrt. Der Dirk sagt erst etwas und dann sage ich ja, aber das könnte man ja auch andersrum sehen. Ne? Also ich habe das Gefühl, wir ergänzen uns auf den Talk-Sessions da auch oft sehr gut. Ne? Habe ich auch das Ja, Gefühl. aber. Ja, aber das ist auch nicht so, dass wir uns dann vorher absprechen würden. Jetzt spielst du mal die Rolle und ich mache die Rolle, sondern der Dirk ist ganz Dirk und ich bin ganz ich, ne? Und oh. Also er sagte ja auch manchmal bei manchen dieser Fragen, wenn du jetzt ein Schüler von mir wärst, ne, dann würde ich das und das sagen. Ne? Also das ist natürlich, wenn du weißt, also im Fall von Dirk, er wohnt ja dann auch in Deutschland, die Leute können ihn mehrmals im Jahr besuchen oder Schüler von ihm würden ihn häufiger besuchen. Ne? Also wenn ich so eine Verbindung mit dir hätte, dann würde ich dir jetzt
das sagen, ne? Aber wenn da jemand ist, der kommt vielleicht nur einmal und dann nie wieder, dann würde er natürlich gewisse Dinge nicht sagen. Ja, natürlich. Da macht er sich schon Gedanken. Und oh, in meinem Fall, also der Dirk ist da sehr viel, wie ich würde sagen, ja, verantwortlicher oder jemand, der auch so ein bisschen so den Coach macht. Und ich bin in der Beziehung wahrscheinlich sehr viel, wie sagen wir, distanzierter. Ja, also ich versuche mich auf die Leute einzulassen und würde mir sagen, ja, ich für mich würde das so machen, ne? Aber was du dann damit machst, ist deine Sache. Insofern, ich habe das Gefühl, oder vielleicht haben andere das Gefühl, dass ich sehr viel distanzierter bin, ne? Und der Dirk ist da sehr viel auch mehr so ein großer Bruder und ein Freund. Eher, ich würde sagen, wärmer auch in der Beziehung, ne? So empfinde ich ihn zumindest, ne? Also, ich habe euch, Aber das ist nicht. ich habe Aber euch das, beide wie als, gesagt. ich habe euch beide als warmherzig erfahren. Ja, ich meine, ich versuche nicht mit Absicht kaltherzig zu sein. Ne? Wie gesagt, das ist nichts, was ich irgendwie eine Rolle ist, die ich spiele. Ne? Aber Ja. ich habe das Gefühl, dass der Dirk sich dann noch sehr viel mehr ja nicht Gedanken macht, sondern dass es eher sehr so vom Herzen her auch wirklich spürt, wo der andere ist. Ne? Wobei ich natürlich auch versuche, warmherzig zu sein. Also ich versuche da nicht, mich abzuschotten. Ne? Aber ich bin eigentlich jemand, der. Ich mache mein Ding, ne? Und ich meine, das hat mir auch geholfen in Antaichi. Du sagtest, du bist ja allein, aber ich bin auch so ein bisschen so ein Einzelgänger-Typ, ne? Also ich wollte nicht. Also du sagtest ja auch, du hast so ein bisschen nach dem Vater gesucht. In meinem Fall war es ja die Mutter, die ich verloren habe, ne? Aber ich habe irgendwie nie nach dem Vaterersatz oder eigentlich auch nicht nach dem Mutterersatz gesucht in dem Meister. Und mir sind manchmal Meister begegnet, die sehr so wie der liebende Großvater so rübergekommen sind. Und das hat mich immer so ein bisschen getriggert. Ne? Also ich war immer ein Typ, ich wollte einen Meister und ich brauchte auch einen Meister, aber eher so als, wozu eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ne? Aber ich wollte nie diesen sehr warmherzigen Typ. Ne? Ich bin eher ein Einzelgänger und ich wollte zwar einen Meister, aber auch einen Meister, der mir Freiraum gibt und mich auch viel allein lässt. Ne? Also ich habe das immer auch zu schätzen gewusst, wenn mich mein Meister da die Leine sehr, sehr lang hält, ne? Und nur ab und zu mal so ein bisschen dann, hey, wo bist du eigentlich? Ne? Hey, wo bist du eigentlich? Und in der Beziehung, der Dirk ist da sehr mehr, wie sagt man, hands-on, würde man, glaube ich, auf Englisch sagen, ne? Jemand, der dann auch in Berührung bleibt, ne? Ja. Und ich nicht, dass das eine jetzt besser wäre als das andere, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich bin da eher so jemand, der selber auch Einzelgänger ist, aber dann auch Selbstständigkeit mehr von den Schülern erwartet, ne? Interessant, ne? Also so, Hm. dass quasi für dich sozusagen Warmherzigkeit im Lehrer gar nicht so gewünscht ist oder so. Oder auch gar nicht so Ja, benötigt. zu viel, nee, So. nicht zu viel Nähe, nee, nicht zu viel. Oh. Ja. Ja, Ja, also ist ich habe das mal. interessant, ja. Ich Was habe das wolltest du mal sagen? manchen. Ja, nee, also ich habe das eben halt bei manchen Meistern erlebt, dass sie sehr, sehr warmherzig und großmütterlich waren und das dann eher ich. Oh, Vorsicht, ne? Ich Ah will ja, aber okay. nicht. Ich will Okay. aber nicht, dass du mein Vater bist. Ich will aber nicht den Enkelsohn spielen hier, ne? Interessant, ne? Also das wäre das, also das könnte ein Eintritt in eine interessante Erkundung sein, ne? Was da quasi, wenn du sagst, da wird was getriggert, was ist das? Also das wäre dann die Frage auf meinem Weg oder es wäre eine Möglichkeit. Das ist ja nicht notwendig, aber für mich war das immer interessant, weil ich habe das schon auch gemerkt. Ich habe gemerkt, dass manche Lehrer mich ja völlig kalt lassen und andere mich aber auch sehr interessieren und ich dann zu denen hin will. Und mir war immer auch, ich fand es immer auch interessant, eigentlich zu schauen, warum. Also warum stößt mich das ab? Oder warum zieht mich das an?
Und nicht nur im Lehrer, das ist ja auch im ganz normalen Leben mit anderen Menschen. Was ist das eigentlich? Oder warum triggert mich das eigentlich immer? Immer dasselbe. Ja. Oder auch in meiner Beziehung mit meiner Frau ist das auch ja, das ist eigentlich auch eine wunderbare Erkundung, ja. So wie wenn ich zum hunderttausend Male versuche, sie zu verändern. So, ich würde sagen, das ist so mein Weg, konsequente Veränderung des Partners, ja. Und daran einfach so gnadenlos scheitern. Aber was ist das eigentlich? Was triggert mich da eigentlich? Ja, wenn sie irgendwie sich auf eine bestimmte Weise verhält, was ist das eigentlich? Ja. Und ich meine, ich weiß es ziemlich gut, was es ist. Das nutzt mir erstmal gar nichts, aber doch, es nutzt was. Es nutzt schon was. Also sonst, ja, ich glaube, sonst ist es gar nicht so einfach, länger zusammen zu sein. Du hast ja eine Familie, ne? Und ist deine Frau Japanerin oder ist sie auch Deutsche und ist Japanerin? Ah, cool. Auch im Kloster? Also seid ihr euch da begegnet oder? Nein, also ich war ein knappes Jahrzehnt ja, Ausbildung in Anführungszeichen im Kloster und dann hat mir mein Meister den Laufschein gegeben und ich dachte, bevor ich zurückgehe nach Deutschland, ich mache eine Gruppe auf irgendwo in der Großstadt in Japan. Und da ich kein Geld hatte, lebte ich in einem Zelt im Park und hatte da meine Zen-Gruppe und da habe ich meine Frau kennengelernt in Osaka. Sie suchte Kontakt zu Nicht-Japanern. Sie wollte wahrscheinlich auch ihr Englisch wahrscheinlich ein bisschen aufbessern. Sie wollte über Philosophie, Geschichte reden. Und wir trafen uns dann, also ich habe sie eingeladen, dann komm doch zum Sazen und wir können uns hinterher unterhalten. Das war vor inzwischen 22, 23 Jahren. 2001 war das, ne? Und wir verstanden uns gut. Ich verliebte mich in sie. Und 6 Wochen später verunglückte mein Meister und dann hieß es relativ schnell, kümmere dich doch um das Kloster, ne? Das war im Februar, als er verunglückte und dann im April hieß es, du bist der nächste Abt und dann machte ich ihren Antrag, da kommst du nicht mit mir, ne? Also ihr Interesse war eigentlich weniger an Meditation, an Buddhismus, sondern als mir als Ausländer, als mir als Nicht-Japaner, ne? Aber das war dann genug, ne? Um sie Natürlich, dazu ja. mit, ne? Dann hat sie knapp 20 Jahre mit mir dann noch im Kloster verbracht, bis vor 5 Jahren. Jetzt sind wir wieder in Osaka, ne? Also vor 5 Jahren habe ich das Kloster an eine meiner Schülerinnen, eine Japanerin, weitergegeben, die das jetzt leitet. Und ich sitze jetzt hier in meinem Kämmerchen und mache meine YouTube-Videos, ne? Und meine Frau ist, glaube ich, ganz erleichtert, ne, dass sie wieder in der Großstadt ist. Also sie ist auch nicht so ein Landmädel, ne? Also weder interessiert sie Buddhismus, noch interessiert sie jetzt Gemüseanbau oder so, ne? Sondern es war eigentlich nur ich und dann die 3 Kinder, die relativ schnell dann auch geboren wurden, ne? Die sie da im Kloster gehalten haben, ne? Also, und sag mal, und wie war das? Das hatte ich gelesen mit dem Meister, der verunglückt ist. Das muss doch auch ganz schön krass für dich gewesen sein, weil du warst da im Zelt und hast da ja auch einen Rhythmus gehabt. Du hast einen Tagesrhythmus gehabt. Das war eigentlich, das Leben schien ja gut zu laufen, sozusagen. Ja, und dann das. Und wie war das? Also, Ja, das war schon eine große Verantwortung, die da plötzlich auf mich zukam, ne? Also ein großes Paket sozusagen, ne? Ich war schon ein bisschen erleichtert, als ich nach einem knappen Jahrzehnt aus dem Kloster rauskam und dann im Park, ich genoss die Freiheit, die Zeit, die ich hatte für mich und für verschiedene Projekte, die ich da so hatte, also Übersetzung und Dinge, die ich machen wollte. Und plötzlich war ich wieder zurück im Kloster und hatte eigentlich von morgens 4 bis um abends 9 nichts zu tun, als mich um das Kloster zu kümmern und die Leute, die da kommen. Und bis dahin war ich ja einer der Schüler. Und wenn ein Problem war, konnte ich im Notfall zum Meister gehen und den fragen, ne? Wir haben da ein Problem, was soll ich machen? Und plötzlich war ich der, zu dem die Leute kommen. Wir haben da dieses Problem, das Problem, da hat sich jemand den Arm gebrochen und da brennt's und was weiß ich und das Gemüse wächst nicht, ne? Meine Frau ist natürlich auch
möchte natürlich auch, dass eine gewisse Aufmerksamkeit habe und mich kümmere um die Familie, ne? Das war schon eine große Packung, die da plötzlich auf mich zukam, ne? Und ich wusste auch noch gar nicht, was da so richtig drin ist, bevor ich die dann schon aufgemacht hatte, sozusagen, ne? Aber also da war irgendwie, ich weiß nicht, woher das kam, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist der Weg, ne? Ich muss diesen Weg gehen, ne? Auch wenn es ein schwieriger Weg ist, ne? Aber ich muss diesen Weg gehen, ne? Und ich habe ja auch viel von diesem Jahrzehnt, dass ich als Schüler war im Kloster, ich habe dem viel zu verdanken, ne? Oder ich hatte zumindest das Gefühl, ich wäre nicht der, der ich bin, ohne dieses Jahrzehnt. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, ein bisschen was zurückzugeben. Okay, das Zurückgeben. Okay, ja, Ja, verstehe. zurückgeben oder eben, ja, also. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend, dass du es, ja, dass du eigentlich das etwas angenommen hast, was eventuell deiner Persönlichkeit eventuell sogar zuwider geht, ne? Weil das Ja, ist ja ne? schon eine ziemliche, also wenn du sagst, ein liebevoller Meister ist schon, du möchtest mehr Freiraum und dann, oh, und dann bist du plötzlich vom Leben. Das Leben sagt, ja, das finden wir ja ganz gut, deine Idee von Freiheit und jetzt mal ein bisschen, aber jetzt kommt eben das. Und dass du das auch gemacht, dass du das quasi angenommen hast, das ist schon stark. Ja, das war nicht einfach, ne? Andererseits, oh, also vielleicht war ich nicht der Typ für den Job, aber andererseits, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, ne? Also du sprachst ja darüber oder in der Mail, die du mir vor ein paar Tagen gesprochen hast, ne, ein Thema, das wir angeschnitten hatten, das du angesprochen hast, war Meister, ne? Und du sprachst, glaube ich, auch mit der Cosima darüber, im Diamond Approach, die Meister sind alle Schüler auch. Das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber nicht selbstverständlich ist. Und vielleicht auch eigentlich ganz normal, dass es nicht selbstverständlich ist. Denn manche Leute sind halt so Lehrertypen, charismatische Führer. Und sind vielleicht auch erfolgreich als Führer, aber sie waren nie richtig Schüler. Und das spürt man dann halt auch, ne? Sie sind zwar charismatisch, aber man spürt halt, dass die nie ein Jahrzehnt oder zwei, vielleicht sogar 3 Jahrzehnte in der Schule waren. Ne? Und dann gibt es den umgekehrten Typ. Das sind Leute, das sind loyale Schüler. Denen macht es überhaupt nichts aus, 20, 30 Jahre beim Meister zu sein, aber die schaffen dann nie den Sprung und zu sagen, hey, und jetzt komm zu mir, ne? Jetzt bin ich bereit. Und in meinem Fall, es war zum Großteil auch Schicksal, ne, dass ich dann plötzlich da stand, ne, und Abt war, ne, aber es war, glaube ich, ganz gut, denn was du gesagt hast, ne, man sollte schon Schüler gewesen sein, aber irgendwann sollte man auch in diese Meisterrolle dann reinkommen, ne? Man sollte nicht ewig Schüler sein, man sollte aber auch nicht schon nach 2, 3 Wochen plötzlich da Meister sein, weil man, weiß nicht, ich einen LSD-Trip gemacht hat und man hat die Lehre erfahren und das ist ja alles schön und gut, aber man spürt, dass die innere Arbeit fehlt, ne? Insofern, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass da jemand wie ich, der sich eigentlich gar nicht eignet für den Job trotzdem bekommen hat, ne? Ja, es war ein Segen wahrscheinlich. Also, aber halt auch nur, weil es etwas in dir gab, was das gesehen hat, ne? Sonst wäre es ja nur eine Überforderung gewesen und ein normaler Job, wo man sich aufreibt und dann irgendwann halt ausbrennt. Und ja, es ist ganz schön, was du gesagt hast über diese charismatischen, also bei uns heißen die ja nicht Meister, es sind einfach Lehrer, ja. Also so. Ja, Und klar, da klar. gibt es eben auch die ganze Bandbreite von, na, es gibt jetzt gar nicht mal so viele charismatische. Die meisten Ritwan-Lehrer sind eher bescheiden, also sind eher unscheinbar. Es gibt ein paar, wo ich auch, aber nee, nicht so viele. Die meisten sind sehr unscheinbar und gar nicht so erkennbar eigentlich. Ja, so.
Aber sie leugnen auch nicht, es gibt auch da durchaus Lehrer, die aus einer tantrischen Richtung ursprünglich kommen. Und das merkt man Ja. dann schon. Ja, ich meine, die haben halt auch eine bestimmte Persönlichkeit, die sie mal hatten. Und das ist ja auch ganz angenehm, wenn es jetzt auch mal was, ein bisschen mehr Energie da ist und dann mal ein bisschen weniger. Ja, genau. Ich schaue noch mal auf meinen Zettel. Wir haben unglaublich viel Terrain. Geredet. Geredet, ja. Was sagt Also Cosima? Nee, Cosima sagt immer geschwurbelt. Also, geschwurbelt, ich sage das auch bei mir immer. Ne? Also du sagst es auch. ich kannte das Wort bis vor 2, 3 Jahren gar nicht, aber irgendwie jemand sagte, was soll denn das ganze Geschwurbel? Ne? Und seitdem nenne ich mich den Ja, das ist sehr Schwurbler. nett von dir. Man könnte jemand, der sagt, was ist das hier für ein Geschwurbel? Man könnte ihm ja auch links und rechts, also nicht doll, nur so ein bisschen, ne? Könnte man Aber ja so ein bisschen, das darf man Problem ist nicht. halt und der Laptop, ne, der stört dabei. Ja, Also bei genau. YouTube geht das nicht. Ich würde das gerne machen, ne, aber Ja, man kann ja. schon. Also man könnte schon, ja. Genau. Nee, ich hab, ach, man. Ja, ich glaube, ja. Wir haben alles erklärt. Naja, also meine persönliche, aber das weiß ich, ich weiß eben gar nicht, ob das überhaupt noch ein Problem von mir ist. Ja. Es war halt lange ein Problem, wenn der Lehrer im Außen in einer sehr harten, Ja. krassen Form auftritt. Das ist mir halt auch immer wieder passiert. Ja. Und da muss ich sagen, ich habe halt in mir den Anspruch gehabt, das zu können. Aber vielleicht war das einfach nicht mein Weg. Konnte damit ganz schwer umgehen. Also ich fühlte eigentlich durch die harte Schale eher in mir meine Wertlosigkeit oder mein Bedürfnis, jetzt geliebt zu werden. Das ist dadurch sehr stark getriggert worden. Also da war ich irgendwie nicht stark genug oder nicht. Also, aber du hast ja zum Beispiel interessanterweise gesagt, wenn der Lehrer bei dir in liebevoller Form kam, also Genau. das war ja auch fast wie eine Bedrohung. Bei mir Ja. auch, ja, manchmal ist liebevolle Form auch eine Bedrohung, ja, wenn das zu, ja, aber die harte Form. Was würdest du sagen? Wie kann man mit einem harten Lehrer umgehen? Oder mit einem, ja, eigentlich haben wir einen Lehrer, der nicht Naja. deinen Vorstellungen entspricht, ja. Naja, du musst schon einen finden, der zu dir passt, ne? Also Ja. wenn er nicht passt er nicht, ne? Und bei manchen Leuten darf es nicht zu weich sein, bei anderen nicht zu hart, ne? Also andere Leute, die sehen halt in dieser Härte einen Vertrauensbeweis, ne? Wenn mir der Meister nicht vertrauen würde, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht so hart, ne? Der glaubt an mich, also ist er hart. So kommt das bei manchen Leuten an, ne? Und andere Leute, die brauchen halt ein paar Streicheleinheiten mehr, ne? Also das muss schon irgendwie passen, ne? Zwischen Meister und Schüler, ne? Absolut. Nicht jeder Meister ist der richtige für jeden Schüler, ne? Weil es bei mir die letzten Tage über so ein Thema war, warum ist der Dharma so teuer? Wie viel kostet das bei euch? Ritwan-Schule, Diamond Oh, Approach. wunderbar, dass du das ansprichst. Ich habe dieses Video von dir gesehen und ich habe mich kringelig gelacht, als du sagtest, die um Ermäßigung fragen, beschweren sich danach, dass die Paprika doch so gelb ist oder dass ja ich vegan bin. Das fand ich sehr amüsant. Und ich habe auch reflektiert, wie ist es in der Ritwan-Schule. Und da ist es so, es kostet Geld, aber keiner Wie viel? wird unterschiedlich. Unterschiedlich. Ja. Also, nee, das Wichtige ist für mich ist aber, es kostet Geld und keiner wird aus Geldgründen abgewiesen. Also. Das ist die Policy. Das heißt, es geht um Ermäßigung. Auch um Ermäßigung fragen, was ich finde schon eine ziemliche Hürde ist. Das hattest du auch gesagt, dass das es darf nicht ohne, es darf nicht umsonst sein, sonst das geht nicht. Es muss eine Hürde sein. Und oder, gut, das kann ich schon sagen, dass jetzt in dieser Phase meines Lebens, jetzt gerade nach der jetzigen Krebserkrankung, mein Lehrer eben zu mir gesagt hat, okay, er hat das Gefühl, wir sollten jetzt jede Woche eine Sitzung machen. Aber mach dir über das Geld keine Gedanken. Also beides, ja. Und
Und da war in mir eigentlich dann nur eine große Dankbarkeit. Das Ja, heißt, ja. es ist immer dieses, da ist ein Commitment, da Ja. ist auch, aber es gibt auch Stipendien, also die Gruppen sind so organisiert, dass sie oft innerhalb der Gruppe so wie ein Stipendium-Pool bilden, Ja, weil ja. natürlich die Schüler auch unterschiedlich gut situiert sind und da Ja. haben wir eine große Bandbreite. Aber es gibt auch ein Unterstützungsprogramm in der Ritwan-Schule seit einiger Zeit für Menschen unter 40, also für junge Menschen, Ja. die Familien haben. Und da werden dann zum Teil Teile der Seminargebühr erstattet und auch Kinderbetreuung oder, also es wird quasi alles getan, auch den Zugang zu dem Weg zu ermöglichen. Ja. Aber es ist auf keinen Fall umsonst. Aber es ist auch jetzt nicht, ich finde es nicht übertrieben teuer. Also du hattest dann ja auch diese Beispiele genannt von, was hast du, 2000 pro Wochenende irgendwo gehört oder so? Ja, Das also hast du vielleicht nur ist es so. auch nur Gerücht. Nee, nee, ich Ja, glaube, also das, irgendwie. ja, ich glaube, das gibt es. Aber genau, es gibt irgendwie, man weiß ja nicht, wo diese Schallgrenze ist, aber es gibt Ja. defi und aber definitiv gibt es sie irgendwo. Und ja, und dann weiß ich nicht, würde ich einfach sagen, geh da nicht hin. Du sagtest, du hast jetzt einmal in der Woche ein Gespräch mit deinem Lehrer, aber das ist eben, weil du an Krebs erkrankt bist. Normalerweise wäre das einmal pro Monat oder wie häufig? Das liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Also es wird in der Schule sehr stark empfohlen, dass du mit einem Einzellehrer regelmäßig Sitzungen hast. Aber es gibt Schüler, die haben nach 8 Jahren noch keinen, erstaunlicherweise, obwohl es irgendwie auch empfohlen wird, aber es wird nicht durchgesetzt, es wird nicht erzwungen quasi. Aber die meisten haben einen und dann ist es in der Verantwortung, ist natürlich auch in manchen Phasen, ich hatte auch schon lange Phasen, wo ich mit ihm nur alle halbe Jahr hatte. Und während der Retreats haben wir ja auch Einzelsitzungen dann eben mit anderen Einzellehrern, die dann da sind. Also es sind da immer viele Lehrer, also wenn die Gruppen sind, halt oft so 100, 120 und da sind dann oft eben acht Lehrer auch da, ja, also zwei Hauptlehrer und dann sechs Einzellehrer, einfach um auch einen direkten Kontakt zu ermöglichen. Und dann ist es, glaube ich, im Schnitt wahrscheinlich einmal im Monat, alle 2 Wochen. Und eben in heutiger Zeit eben per Zoom ist natürlich toll. Das war früher nicht möglich. Früher fand es dann eben hauptsächlich lokal statt, wenn du das Glück hattest, in der Nähe zu sein. Aber heute, ich hatte eine Zeit lang auch einen amerikanischen Einzellehrer und habe das über Zoom gemacht. Also das ist ganz, da bist du ganz flexibel. Und da, das Tolle ist, du lernst dann auch viele verschiedene kennen. Und dann kommt dieses, wo du sagst, du musst den passenden Lehrer finden. Und da gibt es dann welche, die passen sehr gut und andere passen eben nur so mittel. Aber die meisten, nee, aber eigentlich passen alle, aber manche passen sehr gut. So. Und wie viel würdest du dem Lehrer dann bezahlen für so eine Sitzung? Ich habe, als ich noch, ich bin im Moment ja so quasi von meiner Energie her auch nicht aus schwankend und kann nicht wirklich meiner normalen Arbeit nachgehen im Moment. Und aber in der Zeit, wo ich gut verdient habe, habe ich 100 Euro für eine Sitzung oder 90 Euro für eine einstündige Sitzung bezahlt. Aber Also vergleichbar mit Psychotherapie, ja, Psychoanalyse. genau, ich glaube schon, das ist so der Satz, die ist wahrscheinlich sogar noch höher, aber die Krankenkasse übernimmt dann ja auch was. Ich glaube, die Ach so. Psychotherapeuten, nein, nein, die Psycho, Ja. nein, hier bei uns nicht, aber die Ja, Psychotherapeuten, die ja. normalen, Ja, glaube ich, rechnen ja. mit der Kasse höher ab. Ach Das so, ist, ja. das sind andere Stundensätze. Aber, Ja. und ich würde aber sagen, im Schnitt ist es wahrscheinlich 50 bis, also 50, also in dieser Spanne. Und die Seminare sind auch in einem normalen Rahmen, den ich auch so kenne für ein Wochenende. Ich weiß es nicht, was kann man das sagen? Was nehmt ihr für ein, weiß nicht, Wochenende oder was? Die Preise siehst du im Wolkentor, ne? Also ich kann mich erinnern, dieses einwöchige Klostersession war 720 Euro. Also gut 100 Euro pro Nacht. Und bei dem Wochenende, ich schätze mal 400 Euro oder so.
Wobei die Sessions, wo der Dirk alleine ist, die sind ein bisschen billiger. Ne? Er hat ja auch noch mich. Dadurch, dass wir zu zweit sind, wird das noch eine Ecke teurer. Genau, deine Aber Flugreise und so und deine Unterkunft und ja. Also gut 100 Euro pro Nacht, würde ich sagen. Ne? Und der Kurs und die Übernachtung, Verpflegung, alles zusammen. Ne? Ah Also ja, okay. da gibt's Unterschiede im Zen. Bei manchen Zentren wird das getrennt abgerechnet. Ne? Da zahlst du für dein Zimmer und das ist dann unterschiedlich, ob es Einzelzimmer ist, Doppelzimmer, Gemeinschaftsraum. Dann zahlst du je nach Kurs verschieden. Ja. Ne? Beim Dirk ist das alles zusammen. Ne? Und ich glaube, es ist nicht super teuer, ne? Aber es ist auch nicht super billig. Ne? Und wie ich dann auch gesagt habe in dem Video, es gibt immer wieder Leute, die sagen, warum ist das so teuer? Das ist ja ganz unmöglich. Ne? Ja, genau. Aber Und ich glaube, weder der Dirk noch ich verdienen uns da eine goldene Nase dran. Ne? nee, das habe ich auch, das ist auch bei mir die Hm. Erfahrung in der Schule. Nein, Hm. nein, überhaupt nicht. Also eine goldene Nase verdient sich niemand. Und wenn, dann wird auch sehr viel wieder gespendet. Also Ja, ja. das, also hinten auch gar nicht so Ja. jetzt, da wird dann gar nicht so viel Wind drum gemacht, aber nee, nee, reich werden die nicht. Und die engagieren sich, die Lehrer engagieren sich sehr, sind also oft wirklich ja von Ja. morgens bis abends im Einsatz. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, gestern hatte ich eine Sitzung mit meinem Lehrer, er ist selber auch auf dem Retreat gerade als Schüler. Und Ja. dazwischen macht er die Sitzung mit mir halt, ne? Ja. Also er hat dann Ja. auch in dem Sinne keine, der hat keine Freizeit so. Also man stellt sich das, manchmal stellt man sich das so schön vor, Lehrer und Geld und schöne Frauen und Autos und so, aber das ist, glaube ich, nicht die Realität, glaube ich. Also so, Ja, das ist auch zumindest nicht Arbeit. bei allen. Nicht bei allen. Nee, Ja, nee, ja, nee, ja. genau. Ja. Ja, wie sollen Leute bei YouTube überhaupt, da ja, in dem Dschungel überhaupt, kann man auf dem inneren Weg bei YouTube sein? Geht das überhaupt? Naja, ich werde manchmal gefragt, ne, ob das reicht, mein Schüler zu sein, täglich meine Videos anzugucken. Ne? Und die Antwort ist natürlich nein. Also das ist nicht als ein Ersatz einer Lehrer-Schüler-Beziehung gedacht. Ne? Also das ist schon gut, wenn man also idealerweise nicht nur über Zoom, sondern wirklich tatsächlich real mit dieser Person immer wieder Kontakt hat. Also da, so wie ich es erlebt habe, dass man im Kloster tatsächlich das ganze Jahr über gemeinsam zusammenlebt, ist natürlich ideal, aber oft nicht realistisch, ne? Aber dass man Ja. sich zurzeit immer wieder sieht, ne? Und wenn es nicht real geht über Zoom, das ist schon wichtig, glaube ich, ne? Beziehungsweise, da war ja auch die Frage in deinem Katalog, braucht man wirklich einen Meister? Und für manche Menschen ist die Antwort vielleicht nein, ne? Aber es ist genauso wie bei, wenn du ein Musikinstrument lernst oder einen Sport lernst, das ist schon gut, mal eine Perspektive von außen zu haben, ne? Denn wenn du wirklich aufgehst, je mehr du aufgehst, ne? Entweder du bist immer getrennt und versuchst dich so selbst sozusagen zu beurteilen und das geht auch schwierig bis gar nicht, weil du dann nie richtig drin bist in der Sache. Ne? Und wenn du wirklich drin bist, ne? Manchmal brauchst du einen Meister, der sagt, du, das reicht noch nicht, aber oft brauchst du auch den Meister, der sagt, du machst viel zu viel, Junge, ne? Relax ein bisschen, mach mal Pause, ne? Du tust zu viel. Ne? Und das merkt man halt nicht. Man tut ja zu viel, weil man denkt, man tut in Wirklichkeit zu wenig. Genau. Und wenn man zu wenig tut, dann denkt man ja, nee, ich mache schon genug, ich tue doch schon mein Bestes. Und dein Meister sagt dir, nee, das sind maximal 60%, die du gibst, ne? Und das sieht man halt nicht, ne? Also man sieht es nicht, ne? Und der Meister muss nicht perfekt sein, um deine Fehler zu erkennen, ne? Natürlich ist es gut, einen Meister zu haben, der ein paar Schritte weiter ist als man selber auf dem Weg, ne? Aber man wird keinen perfekten Meister finden, aber die gute Nachricht ist, man braucht auch keinen perfekten Meister, um die eigenen Fehler zu erkennen, ne? Also ich bin sehr dankbar, dass ich da einen gefunden habe. Ich hatte großes Glück, ne? Und ich glaube, das ist schon wichtig, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob du Jetzt, das hörst, da ja, klingelt ich das wollte gerade Telefon. sagen, das Leben ist ja immer nur ein Telefonanruf weg. Genau. So, und dann, ja, dann. Also es hat mich echt sehr gefreut. Oh, es hat mich Mich sehr auch. Da gefreut. tut mir leid, dass das am Anfang ein bisschen Zeit gedauert hat, ne? Also mit bis ich die Kamera da einigermaßen, beziehungsweise, ne, ich habe jetzt das Laptop-Ding, ne? Aber Ja. schick mir mal auch mal da die Aufnahme, die du hast. Ich kann dir auch meine schicken und dann sehen wir, was wir da zusammenschneiden, ne? Genau, wir Hat mich wollen. sehr gefreut, das Gespräch, ne? Und dann wünsche ich dir natürlich alles Gute für die Operation am Donnerstag, ne? Nächsten Donnerstag, ja. Ja. Danke. Ja, Ja. das genau. Der Professor selber operiert, das ist immer gut. Habe ich Das irgendwie, ist gut, da ja, das habe ich ist Glück, gut, habe ja. ich Glück gehabt. Das, Ja. und, ja, Und und ja. ja, wir können das gerne mal wiederholen. Ich finde das. Gerne, 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 ne? Gerne, ne? Und du sagst es selbst, ne? Also die Krankheit ist ja in Erinnerung. Du sagst manchmal, du hast keine Zeit, ne? Oder man könnte sagen, ja, dieser Tag ist der letzte seiner Art. Und das wissen wir natürlich alle theoretisch, ne? Diesen Novembertag werde ich in dieser Art nie wieder erleben, auch wenn morgen vielleicht nochmal ein schöner Tag ist. Aber diesen Tag habe ich nur einmal, ne? Aber das im Kopf verstanden zu haben, das wirklich zu spüren, wer weiß, was in der Woche ist, ne? Wer weiß, was in der Woche ist, ne? Das ist was anderes, ne? Insofern, ich wünsche dir alles Gute natürlich für die Operation, aber solche Krankheiten, das können auch, ja, so Aufwecker sein, ne? Gelegenheit aufzuwachen. Total. Das ist eine Gnade. Manchmal ist es eine Gnade. So. Ja, danke schön für das Gespräch. Lass uns in Kontakt bleiben, ne? Und Jedenfalls. danke für allen, die da über 2 Stunden zugeguckt haben. Jetzt klingelt es wieder. Ich gehe mal dran, ne? Ich gehe jetzt mal dran. Moschi, Moschi. Hi. Dosu Gyoza ga Lukedo, Leso Koniwa. Talanyo, sono Gyoza to Salada no Nokori Shikanai. Mada tabete nai, ima shigoto chu, zoom chu. Sore demo ii, tada kome wa sango taita yo, gohan wa taita. Ato 15 fun de. Ato 15 fun. Ato 15 fun. Hi, hi, hi. Okay. Ehrlich, also Das wird auch schon, ja. man muss sagen, du kannst es. Man muss sagen, du hast es voll drauf mit dem Japanisch. Naja, ich lebe seit 30 Jahren hier, ne? Also, es ist immer noch so ein bisschen Rudi Carell-mäßig, aber die Japaner erwarten auch gar nicht, dass es perfekt ist, ne? Und es reicht, um mit meiner Frau einen Ehestreit auf Japanisch zu führen, Genau, auch wenn sie leider immer gewinnt. Das ist, ja, ich genau. sollte mir angewöhnen, diese Ehestreite auf Deutsch oder so zu führen, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen, mich durchzusetzen. Keine Chance, keine Chance. 0,0. Genau. Also. Ja, Mensch. Nee, es war toll. Also, es hat mich sehr gefreut. War toll, ne? Also wir müssen vielleicht ein bisschen schneiden und so die Pinkelpause und so rausschneiden, aber Wie machen wir das oh. denn überhaupt? Schneidest du das zusammen oder? Ich kann es gerne machen. Ich kann es gerne machen. Ne? So viel Arbeit ist es ja auch nicht. Ne? Also wenn Also du willst, dass ich es. Dann mache ich Ich. das und ich schicke dir das, ne? Ich schicke dir das über File Transfer oder, ne? Also bei der Cosima, ich habe immer einen File-Transfer, der heißt Gigafile, der ist auf Japanisch, aber ich schicke dir dann auch, also Cosima hat das selber rausgefunden, wie man das da downloadet, ne? Okay. Kostet nichts und. Toll. Ja, es wäre toll, weil ich komme nicht dazu. Also das, ne, Okay. also Dann teilweise, mache ich das. hey, das wäre super. Oh Ja. man, ja, wunderbar. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal. Also das kann sein, Ja. dass ich irgendwann mal durchaus sonst erschien, aber Ja. es kommt auch eben darauf an, wie das so ist. Na, aber der Dirk ist ein total super Typ, also ganz Ich anders weiß. als ich, ne, aber. Ne, ich weiß ja, wie er ist und interessant, Ja. also gut, das, warte, ich stoppe jetzt einfach mal. Ja, schönen guten Morgen, Boris. Schön, dich zu sehen.
Hallo Mo, jetzt bist du wieder unscharf. Was sind Das ist hey. mir noch nie passiert. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich guck mal, woran das liegen könnte. Woran könnte das liegen? Jetzt schwitze ich schon, weil das so. Okay. Ja, nee, ich schwitze noch. Oh, jetzt bist du wieder unscharf. Es ist normalerweise der Autofokus, aber also bei mir hilft, wenn ich einmal. Ah, jetzt hängst du auch, ne? Ah. Verdammt. Kannst du beweg mal dein Mikro, weil ist noch Video? Ah, du hängst, also dein Bild ist auch eingefroren anscheinend. Ja, wunderbar. Manchmal ist es ja auch lustig, wenn man diese etwas technischen, interessanten Erlebnisse auch mit drauf nimmt zum Teil. Wir können das auch drauf lassen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen lang für die Nee, meisten. da muss man ein bisschen schneiden. Ein bisschen schneiden muss man. Ja. Ja. Okay, lass uns da ein bisschen schneiden. Lass es uns einfach so, wie es ist, ne? Also wir sehen uns ja zum ersten Mal, ne? Ja, Du also. hattest mir vor ein paar Tagen einen Kommentar geschrieben, ob ich nicht Lust hätte auf ein Gespräch, ne? Und da habe ich geschrieben, ja, schick mir doch mal eine direkte Mail und das hast du getan und jetzt haben wir uns verabredet. Jetzt bist du wieder unscharf. Und jetzt bin ich wieder unscharf.